Hey, seid ihr auch schon wieder da? Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder eine neue Ausgabe vom Homeoffice. Also ich habe langsam das Gefühl, dass ich hier auf diesem Stuhl festgewachsen bin. Das macht aber nichts, weil es gibt wieder genügend zu besprechen. Neueste Ausgabe jetzt am Start. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Die Community hat sich versammelt und wir starten ohne weitere Verzögerung. Meine Damen und Herren, es geht los. Ja, hallo Frank, einen schönen guten Abend. Heute mal in einer Zweierbesetzung. Ja, Höfer und Stein auf Augenhöhe, genau. Ist mal was ganz anderes, ne? Ich muss gar nicht so hochgucken die ganze Zeit. Und ich sehe, ich bin so im Vergleich zu dir so wahnsinnig blass. Ja, ich glaube, das liegt ja an dem Licht, ja, oder an dem Wahrscheinlich, Monitor, was so weil wir so rausgeht. sehr, wir sind so sehr im Süden hier, weißt du, ja, wir haben hier ständig Sonne in München, deswegen, ja. Ja, naja, egal. Wir haben uns heute wieder viel vorgenommen. Oder Wie muss ich da immer, erstmal? erstmal ankommen hier, erstmal eintunen. Aber irgendwie, doch, ich muss gestehen, Stoner geht mal gerade ab. Der fehlt irgendwie so. So diese frische Energie, die er da reinbringt, immer dieses, hey Leute, ich muss da mal einen reinschmeißen. Ich bin da ganz bei dir, aber ich sehe es doch ganz anders. Weißt du, das Element fehlt mir jetzt gerade. Ja, ist immer eine sehr individuelle Dynamik und bei uns dreien, wir sind halt eingespielt, weißt du, 200 Sendungen. Da weiß man, wie man sich die Bälle gegenseitig zuspielt. Unfassbar, gell? Ist jetzt 2 Jahre fast. Oh, hey, Dienstagabend, spontane Live-Sendung ohne großes Bramborium. Wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, noch einen kurzen Teaser rausgehauen und mal eben einen Live-Zuschauerrekord gehabt. Wahnsinn. Über 10.000 Leute. Klar, brisantes Thema. Ja. Unter der Frage Krieg oder Frieden gab es 20 Uhr am Dienstag eine Sondersendung live gestreamt mit Thomas. Und ja, die war inhaltlich gut. Wir haben das, glaube ich, halt einfach mal aus der anderen Sichtweise, ja, die du halt im Mainstream überhaupt nicht zu hören, sehen bekommst, dargestellt. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist aber auch sehr einseitig. Ja, das mag sein. Es ist halt die andere Sicht. Und wir hatten ja am Anschluss noch den Film Ukrainian Agony im Livestream gezeigt. Da haben über 2000 Leute zugeschaut. Ich habe noch mal mit zugeschaut. Und ich kann, wer den Film nicht gesehen hat, wirklich empfehlen, ja, weil der so viele Hintergründe zum Verständnis dessen, was da gerade passiert, aufzeigt. Der ist eigentlich top aktuell. Obwohl er von 2015 ist oder 14? Wann habt ihr ihn gegeben? 15. 15. Also 14 waren die Ereignisse, 15 der Film. Also ist jetzt 7 Jahre her und aktueller denn je. Ne? Absolut. Also ist echt krass, wie sich alles so schnell entwickelt. Das ist auch etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass die ganzen Ereignisse, ja, gerade jetzt mit der Anerkennung der jetzigen Republiken da, Luhansk und Donetsk, dass das so schnell geht und dann natürlich dann die ganze Empörungsmaschinerie hochläuft. Aber nach dem, was Thomas erzählt hat, ist mir die erste Kriegspanik im ersten Moment mal abhanden gekommen, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass erstmal kein großer Konflikt stattfindet, aber jetzt fängt natürlich die ganze Sanktionsspirale an, sich zu drehen. Das werden wir demnächst an den Tankstellen sehen, an den Gasrechnungen, an allen möglichen Aspekten in unserem Leben. Also da bin ich mal sehr gespannt auf meine nächste Abrechnung vom Gasbetreiber hier. Leider, leider mussten wir einfach mal das Doppelte draufschlagen oder so. Könnte durchaus kommen, ne? Das wird kommen, natürlich, klar. Aber dass es jetzt in naher Zukunft zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung kommen wird, das ist tatsächlich für den Moment eher unwahrscheinlich. Putin hat halt militärisch jetzt einfach Fakten geschaffen. Ja? Und ich meine, was haben sie denn für Sanktionen gemacht? Mit Nord Stream 2 schaden wir uns mehr selber als den Russen. Ja, Wahnsinn. dann haben sie irgendwie alle Parlamentarier von den Russen irgendwie sanktioniert. Die können halt jetzt in Europa keine Geschäfte machen.
Ja, Mai, Putin wird ihn wahrscheinlich schon angemessen entschädigen. Ne? Und was gibt es noch? Ich meine, Ein Wasser im Prinzip. geiles eBay-Angebot gab es heute. 1200 Kilometer Rohr, Stahlrohr, unbenutzt, günstig abzugeben, aber mit Selbstabholung. Ja, also das ist natürlich dann auch. 1200 Kilometer Stahlrohr. Liegt etwas ungünstig in der See rum. Und insofern, tja, was hat das gekostet, das Projekt? Über 10 Milliarden, glaube ich. Also das infrastrukturmäßig, wie viele Jahre da geplant und gebaut wurde. Und ich habe mir das auch mal in der Doku angeschaut, diese Fabrikschiffe, die die Pipeline selber gelegt haben, was das für ein logistisches Unternehmen war, das Ganze zu machen. Und die ist eigentlich fertig, die müsste nur befüllt werden und dann könnte es losgehen. Und aktuell unsere Gasreserven bei 31%. Und wir haben jetzt, naja, fast Ende Februar. Ich denke mal, dass März, April bei uns auch noch ziemlich viel Gas gebraucht wird. Und es könnte also durchaus sein, dass es mal etwas kälter wird bei manch einem. Und natürlich, es kommt natürlich dann auch dazu, hat der Thomas erklärt, der technische Druck ist wichtig. Also je tiefer der Füllstand ist von unseren Gasspeichern, desto weniger Druck ist in diesen Speichern vorhanden, desto weniger kann man rausziehen und auch die Geschwindigkeit, wie man abziehen kann aus den Speichern, wird immer geringer. Und dann gibt es auch eine gewisse technische Reserve, die also nicht unterschritten werden kann. Das heißt, wir haben gar nicht 31%, sondern vielleicht nur noch 25% oder 21%, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die technische Reserve ist. Also das könnte in den nächsten 2 Monaten sehr, sehr interessant werden. Und vor allem, wie man dann das nächste Frühjahr, sprich Sommer, die Speicher auffüllen möchte bis zum nächsten Winter. Das ist ja auch vollkommen unklar jetzt, wenn Nord Stream 2 dann eben auf Dauer außer Betrieb bleiben soll. Also das ist wirklich ein versorgungstechnischer Albtraum, den uns da diese Regierungen einbrocken. Und das bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Richtung. Ja. Ja, spannend und kalt Kalt und wahrscheinlich. Ja, für teuer. diesen Winter mag es noch gehen. Da hat man auch erstmal Entwarnung gegeben. Über den Restwinter kommt man noch mit den Reserven. Und an nächstes Jahr denken wir jetzt nicht. Ja, bis dahin verfallen uns bestimmt noch 1000 Lösungen ein. Genau. Hauptsache Impfpflicht. Hauptsache Impfpflicht. Ja, da sagst du ja was. Die Impfpflicht wird ja weiterhin heiß debattiert. Am 19. März sollen ja Fakten geschaffen werden. Nach wie vor gibt es viele, die eine Impfpflicht ab 18 fordern. Ja? Und schon haut man uns die nächste Untervariante von Omikron um die Ohren, die jetzt noch viel infektiöser sein soll. Aber nicht gefährlicher, wohlgemerkt. Aber du hast doch da was Neues ausgegraben. Ne? Wir hatten doch den Kuhbandner schon mal angesprochen. Genau, ich habe heute einen Artikel gefunden von Multipolar oder auf Multipolar habe ich das gesehen. Und zwar ging es darum, dass der Professor Kuhbandner hatte doch, wann war das, im Dezember oder Januar, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor einigen Sendungen haben wir mal darüber gesprochen. Christoph Kuhbandner ist Psychologieprofessor an der Uni in Regensburg und der hat in einer Dokumentation von Servus TV im Stich gelassen, da etwas gesagt, auch in einem Strategiepapier, nicht Strategiepapier, sondern in einer 28-seitigen Untersuchung das Ganze belegt. Und zwar sieht er mit der Impfkampagne auch eine ziemlich eindeutige Korrelation zur Übersterblichkeit in einem Satz zusammengepackt. Die Kausalität ist noch nicht hundertprozentig geklärt, aber er sieht hier ein großes Alarmzeichen, dem die Gesellschaft und vor allem die Kontrollbehörden, sprich PEI, RKI und so weiter, unbedingt nachgehen sollten. Das hat der ziemlich eindrücklich gezeigt, auch in seinen Analysen. Und was ist jetzt passiert? Nachdem das Ganze natürlich ziemlich viral gegangen ist, weil so etwas natürlich etwas ist, was alle Kritiker sofort verbreiten und immer weiter teilen und natürlich dann sagen, hey, seht ihr, eindeutig und so weiter, eine ganze Armada von Faktencheckern und Gegenartikeln hat man dann mehr oder weniger über ihn drüber geschüttet. Ich zeige euch mal diesen Artikel. Und in diesem Artikel wird zum einen nochmal seine These dargestellt oder sein Strategiepapier veröffentlicht. Das ist ein ziemlich langer Artikel. Wenn ihr seht hier an der Seite der Reiter, wenn man den runterrollen möchte, diesen Artikel, das ist ziemlich lang. Darum geht es jetzt aber gar nicht, weil ich glaube, mit seinen Analysen trifft er ziemlich ins Schwarze, auch wenn ich das als Laie gar nicht alles hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber das Entscheidende ist, hier unten eben als Anhang. Und zwar, wenn wir ganz, 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 ganz runtergehen, seht ihr, das ist ja auch zum Rollen schon ewig lang, kommen wir nämlich auf diesen Block hier.
Und mal gucken, ob ich das größer machen kann. Dann sieht man es auch ein bisschen besser. So, und zwar, wo ist es jetzt? Ist was zu groß? Ah, wo bist du? Bitte, bitte, komm her. Ah, genau, also Materialien zur Kontroverse in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Also zum einen war es die Doku von Servus TV von Bert Egartner im Stich gelassen. Das war am 18. Januar. Dann hat Oval Media noch einen Bericht gebracht am 20.01. Dann das Strategiepapier von ihm selber am 21.01. Und dann fängt es an. Und dann das Imperium schlumpft zurück. Also dann kam zum ersten hier von Dominik Liebling ein Twitter-Beitrag zum Kuhbandner Papier und ein ganzer Thread, ein ganzer Faden, der sich darunter zieht, wo dann das alles zerlegt wird. Dann hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat angefangen mit der Unstatistik des Monats. Impfquote und Übersterblichkeit, eine spurious correlation und so weiter. Dann hat der Christoph Kuhbandner den ganzen E-Mail-Verkehr zwischen diesen einzelnen Autoren von der Unstatistik des Monats gezeigt und so weiter und so fort. Und ich habe mir da ein paar Sachen von denen angeschaut, zum Beispiel auch diesen Fall vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein Radiobeitrag vom Umgang mit akademischen Querdenkern und so weiter, der Faktenfuchs und dpa Fact-Checking und so weiter. Also was ich sagen möchte ist, das System hat also wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, um diesem Professor also falsches wissenschaftliches Arbeiten zu unterstellen, hat aber nicht mit ihm gesprochen und versucht, mit ihm da irgendwie das Ganze zu erklären, sondern einfach nur, der ist falsch, der ist falsch, der ist falsch. Das würde jetzt auch zu weit führen, das Ganze zu erklären, sondern ihr könnt euch das nur mal anschauen. Auf Multipolar ist dieser Artikel erschienen. Da sieht man dann mal, wenn etwas rauskommt, was wirklich von Brisanz ist, also so wie er das da eben festgestellt hat, Impfquote, Übersterblichkeit lässt sich sogar tagesweise nachvollziehen. Und das sagt ja nicht nur er, sondern er arbeitet ja mit einem Verbund von anderen Wissenschaftlern, auch gerade in England und so weiter. Und all diejenigen, die damit ein Problem haben, also wirklich alle Hebel und Kräfte in Gang setzen, um das als Geschwurbel darzustellen und in die typische falsche Ecke zu drängen. Also das ist wirklich ein klares Zeichen dafür, wie sehr da gearbeitet wird. Ja, was kann man denn hier für Daten so rausziehen? 4 Tage, beziehungsweise von der Erstmeldung hat es eine ganze Woche gedauert, bis man überhaupt erstmal via Twitter, als dann die ersten rausgekrochen kamen, um da dagegen zu schießen. So. Und ich meine, wir sind ja jemand, der, also wir fordern ja permanent die Debatte, ja, die Diskussion. Kritik ist ja von daher erstmal an sich was super Tolles. Aber im Grunde genommen, wir wissen ja, wie es läuft, ja. Die Debatte findet ja nicht auf Augenhöhe statt, sondern die mediale transatlantische Allmacht, ja, haut auf allem drauf, was da eben nicht passt, ja. Und da werfe ich jetzt gleich mal das nächste Opfer in den Ring, ja, über die sich die transatlantische Meute hermachen kann. Ich sag mal, Andreas Schöfbeck. Ja? Name merken, der wird als nächstes mit dem Nasenring durch die Manege gezogen. Warte schnell, ich schalte um. Andreas Schöfbeck, BKK-Vorstand, ja? Betriebskrankenkassen. Und die haben jetzt einfach mal erstmalig nackte Zahlen. Ja? Und zwar zu was? Zu Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen. Was ist passiert? Die BKK mit knapp 11 Millionen Versicherten hat jetzt einfach mal festgestellt, dass da, ich suche die Zahlen genau, oder ich lese es am besten mal vor. Ja. Da kann ich nichts Falsches erzählen, kann mich dann darauf berufen. Eine Analyse von Millionen versicherten Daten der Betriebskrankenkassen kommt bei den Nebenwirkungen auf erheblich höhere Zahlen als das Paul-Ehrlich-Institut. Ja, heißt es da eingangs. Erstmals liegen nun Nebenwirkungen zu Covid-Impfstoffen, Zahlen eines großen deutschen Krankenkassenverbandes vor. Der Vorstand der BKK, Andreas Schöfbeck, hat die Daten von Millionen Versicherten der BKK-Gruppe analysieren lassen. Die Gesamtzahl der Nebenwirkungen liegt demnach um ein Vielfaches höher als die, die durch das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Bei der BKK sei man nach Angaben Schöfbecks hellhörig geworden, seit im Fallmanagement der Krankenkasse immer öfter Diagnosen aufgetreten seien, die auf Impfnebenwirkungen schließen ließen. Man habe daher den gemeinsamen Datenpool aller BKK-Kassen nach den dafür vorgesehenen Diagnosekodierungen D880, D881 und so weiter und so fort, durchforstet.
Das Ergebnis? Von Jahresanfang 2021 bis Mitte des dritten Quartals seien 216.000 BKK-Versicherte wegen Nebenwirkungen durch Impfstoffe behandelt worden. Herausgerechnet wurden 7.600 Fälle von Komplikationen durch andere Impfstoffe und etwaige mehrfache Behandlungen von Versicherten seien nicht in die Statistik eingeflossen. Man habe pro Patient gerechnet. Ich fasse das nochmal zusammen. 216.000 in der BKK mit 11 Millionen Versicherten in einem Dreivierteljahr 2021. Ja, nochmal grob zusammengefasst. Ja. Zum Vergleich. Bis zum Stichtag 31.12.2021 verzeichnete das Paul-Ehrlich-Institut auf Basis von 61 Millionen Geimpften lediglich 244.000 Nebenwirkungsmeldungen, ausgelöst durch Covid-Impfstoffe. Unsere Analyse zeigt, dass wir es hier mit einer deutlichen Untererfassung zu tun haben. Schöfberg verweist darauf, dass die von ihm und seinem Team ausgewerteten Daten nur knapp 11 Millionen Versicherte umfassen und nur einen Zeitraum von 7,5 Monaten. Die Impfkampagne läuft in Deutschland aber bereits doppelt so lange. So, Pi mal Daumen, hochgerechnet, sagt Herr Schöfberg, wenn man jetzt alle versicherten Daten zusammenfasst, und er appelliert im Übrigen daran, dass die anderen Versicherten wie die AOK, AOK, Barmer etc. pp. Sich ebenfalls dieser Frage anschließen und ihre Daten da rausrücken. Aber wird eben nach Hochrechnung der größten versicherten Kasse der BKK auf 2,5 bis 3 Millionen ärztliche Behandlungen, also sprich Hospitalisierungen, durch Covid-Impfnebenwirkungen durch Covid-Impfstoffe. Ja. Nochmal 2,5 Millionen bis 3 Millionen Hospitalisierungen aufgrund von Impfnebenwirkungen. Ist eine Hochrechnung von der BKK. Und wir reden jetzt hier nicht weltweit? Nein, wir reden von Deutschland in den letzten 14 Monaten. Naja, das ist doch so, wie Lauterbach sagt, mehr oder weniger impfnebenwirkungsfrei. Also wenn wir hier über Hospitalisierungsinzidenzen reden, ja, dann doch bitte nicht bei Corona-Infizierten, sondern bei Covid-Impfstoff-Nebenwirkungsbehandelten. Mhm. Ja, weil das ist ja mittlerweile, wenn die BKK da jetzt nicht einen kompletten Denkfehler hat oder deren Zahlen nicht komplett falsch sind, ja, ist das ja ein enormes Alarmsignal. Ja? Und im Übrigen zitiere ich mal den Schöfbeck, der sagt, die neuen Daten seien ein Alarmsignal. Und das ist ja BKK-Vorstand. Ja? Das ist jetzt hier nicht irgendein Witz-YouTuber und Querschwurbler. Auf ihn! Los, auf ihn drauf. Und WDR also und die Frage Deutsche Welle. Ist jetzt, auf ihn! Wie lange wird es jetzt verschwiegen? Wie viele Stunden, wie viele Tage? Naja, 7 Tage dauert es, bis der Twitter-Shitstorm losgeht. Wie lange dauert es, Süddeutsche und alle aus ihren Löchern? Bis die Faktenchecker genug Fakten gecheckt haben, um dann dagegen zu schießen, weil das kann man ja gar nicht sagen und so weiter. Und das ist jetzt nur ein Zeitraum von 7 Monaten. Oh ja. Okay, also das wird jetzt spannend sein, das zu beobachten. Also das klingt jetzt natürlich hart, und zwar für jeden Betroffenen tut mir das endlos leid. Jeder wird natürlich, ja, die sind ja selber schuld. Nein, die sind auch alle Opfer. Viele sind einfach nur Opfer dieser Propaganda, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass der Staat sich so etwas Schreckliches ausdenkt oder so etwas macht. Aber jeder, der jetzt von diesen Nebenwirkungen betroffen ist, wird jemand sein, der dafür sorgt, dass das System, dass diese ganze Lüge umso schneller aufgedeckt wird. Das ist echt hart zu sagen, je mehr es erwischt, desto schneller ist der Spuk vorbei. Aber es ist traurig, dass es so weit kommen musste, dass es nicht genügend Leute gibt, die vorher aufgewacht sind, dass es überhaupt so weit kommen musste. Das ist das, was mir innerlich echt auf der Seele liegt. Ich weiß auch nicht, ob das dann so eine wirkliche Kraft gibt, diese Erkenntnis. In den letzten Tagen war ja wirklich das ein oder andere zu vernehmen in den Massenmedien, wo wirklich immer mehr Kritiker jetzt plötzlich hallo hier und dann kommt die Welt und dann noch bei der Bild-Zeitung und da noch was. Also in Sachen Corona merke ich so ein leichtes Drehen vom Kurs. Noch nicht ganz Kehrtwende und jetzt machen wir alles wieder besser, aber es ist nicht mehr der von oben verordnete Kurs, der stringent eingehalten ist. Natürlich ist der Navigator, der Chefnavigator immer noch
blind und fährt drauf zu, auf diesen Felsen, um jetzt mal bei dem maritimen Bild zu bleiben. Lauterbach als Fehlbesetzung am Steuerrad, ja, Vollgas auf den Eisberg, da kommt er und nein, nicht, also er dreht nicht um. Aber das ist natürlich echt der Hammer, gell? Wenn die Betriebskrankenkassen, die BKK, so eine Meldung rausblättern und das auch noch bei der Welt. Da bin ich jetzt echt gespannt, was da passiert. Ich hatte vorhin gerade noch ein Gespräch angehört von Tichys Einblick, da war Peter Hane zu Gast. Der hat auch so in einem Wutanfall gesagt, das Maß ist voll, die Leute haben die Schnauze voll. Also die haben einen großen Umriss gemacht bei diesem ganzen Gespräch. Aber der Hane hat auch wirklich die heilige Wut, weil er auch viele Kontakte in das System hat. Der war ja 30, 40 Jahre lang beim ZDF mit dabei und kennt alle Leute, der hat... Also er ist ja vernetzt im Ganzen. Und wenn so einem dann mal wirklich die Hutschnur platzt und dann rausgeht, so nach dem Motto, jetzt ist genug, dann hoffe ich doch, dass das auch ein bisschen Schule macht. Aber es knarzt doch im Gebälk. Ich meine, der Peter Hane an sich ist ja auch schon wieder ein Beweis. Ich meine, der war auch mal CDF. Fernsehfuzzi, weißt du, der jetzt die Seiten gewechselt hat. Oder wie war es denn jetzt hier? Diese Woche hat sich Katrin Seibold geoutet, ja, bei Bild TV, aber wie die rausgehauen hat. Ich habe sie Anfang Dezember kennengelernt bei Fair Talk. Ich war ja auch mit Jens Lehrich im Gespräch, da hatte ich sie kennengelernt, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da jetzt 2 Monate später da bei Bild TV so einen Auftritt hinlegt, weil damals war sie noch nicht ganz sicher und hat noch irgendwie gedacht, so, naja, mal gucken, wie das so weitergeht, für sich dann fest. Diese Diskriminierung gegenüber Ungeimpften, das macht sie nicht mit. Ja. Für sie stand schon im Dezember fest, naja, ihren Job wird sie wohl nicht behalten bei den GZ-Mädchen. Aber dass er jetzt so ein Coming-out da, das fand ich schon sehr beeindruckend und respektabel. Ja. Mhm. Ich denke, mit Katrin werden wir auch demnächst mal ein Interview führen. Ganz bestimmt, ja. Mit Katrin und Katrin vielleicht, ja. Das wäre ja ganz toll. Sympathische Frau. Ja. Ja. Und vor allem, ich fand interessant ihre Erklärung. Also ich habe ein Interview gesehen bei Auf 1, bei Elsa Mittmannsgruber und bei Bild TV war sie gesessen und die hat da zweimal die gleiche Geschichte erzählt, und zwar wie sie 2003 in Amerika unterwegs war, und das war gerade der Beginn des Irak oder im Vorfeld des Irakkrieges im Jahr 2003, und man hat ihr den Auftrag gegeben, dass sie sich auf den Weg machen soll, um Bilder zu finden von Menschen, die panisch wegen Giftgas, möglichen Giftgasangriffen sich jetzt da vorbereiten. Sie haben dann Fake News produziert. Sie hat auch genau erzählt, wie das gelaufen ist, dass man also unbedingt Bilder produzieren musste zu einem gewissen Narrativ, und das heißt Angst vor Giftgas, und dann mussten sie den Nachbarn von dem Producer, haben sie dann die Tape in die Hand gegeben, und er hat dann die Ritzen von den Rollläden abgeklebt, und dann in irgendeinem Gasmaskenladen mussten sie dann halt Leute interviewen oder finden, O-Töne sagt man da, Originaltöne von, also Interviews von den Passanten, um diese vermeintliche Gefahr von einem bedrohlichen Giftgas, von einem drohenden Giftgas an Angriff zu verdeutlichen. Und sie hat einfach gesagt, wir haben damals Fake News gemacht. Und das sagt sie als jetzt natürlich ehemalige ZDF-Mitarbeiterin im Fernsehen und zeigt dann auch noch ihre Kündigung selber, warum man sie rausgeschmissen hat. Ja. Heißt das nicht so eine, wenn du sowas hörst, musst du das von einer weiteren Quelle unabhängig voneinander absichern, um auch sagen zu können, das stimmt. Ja, weil ansonsten ist es ja einfach nur irgendeine Geschichte von Katrin Seibold. Aber ich erinnere mich, Udo Ulf Kotte hat ja nicht genau dasselbe erzählt, der war auch im Irak und hat dann irgendwelche, da haben dann wirklich noch die, da, wie hat so Ulf Kotte gesagt, da hatte jeder Journalist einen Benzinkanister dabei. Ja, einfach damit er im Hintergrund, egal wo gerade der Journalist eine Aufsage macht, einen Brand stecken kann, ja, damit es fürs Fernsehen, ja, besser aussieht. Ja. Und genau so läuft das. Aber ich meine, das war 2003, knapp 20 Jahre her. Da hat sich in der Zeit natürlich auch noch mal ein bisschen was getan, ja, aber nicht etwa, was jetzt die Skrupellosigkeit betrifft. Ich glaube, die sind heute noch viel skrupelloser, was das betrifft. Mhm. Aber ich finde es ein schönes Zeichen, dass Menschen wie Katrin Seibold oder Peter Hane oder wie unsere Moderatoren Katrin Hussen, Uwe Steimle, immer mehr Menschen, die eigentlich einem Millionenpublikum aus dem Fernsehen bekannt sind, ja, man kann nicht nur sagen aussteigen, sondern regelrecht die Seiten wechseln. Mhm. Ja. Das finde ich so klasse, ja, diese Entwicklung. Und ich beobachte die Entwicklung seit 1,5 Jahrzehnten. Ja, über einen längeren Zeitraum betrachtet hat sich da wahnsinnig viel getan. Es sind Dinge passiert, die hätte ich nie
für möglich gehalten. Ich finde dabei interessant bei diesen Erzählungen, gerade jetzt, was die Katrin Seibold erzählt hat, wie es in den Redaktionen zugeht. Also nach dem Motto, sie dürfte da schon ihre Meinung sagen, aber es das heißt dann eben, ja gut, danke für das kontroverse Meinungsbild, aber wir machen es dann trotzdem so. Und sie hat dann auch irgendwann gemerkt, dass sie mit ihren Geschichten einfach nicht mehr ankam und irgendwann hört man da auf. Und auch was andere Whistleblower, nicht, sagt man da Whistleblower, also was halt andere Leute aus dem System erzählen, ist, dass in den Redaktionen ein System herrscht, des Duckmäusertums, dass man sich einfach gar nicht traut, den Kopf rauszustrecken, weil man genau weiß, dass man dann abrasiert wird, wenn man die falsche Meinung hat. Also diese Behauptung von Kleber, dass da aus dem Bundes, von Klaus Kleber, der mal gesagt hat, ja, wir machen keine Fake News, aus dem Bundeskanzleramt ruft mich niemand an. Natürlich nicht. Da muss auch gar niemand anrufen, weil die im Kanzleramt genau wissen, da sitzen nur die Leute, die das berichten, was dem Kanzleramt genehm ist. Das war vielleicht mal früher so, dass die Journalie, dass der Journalismus dafür da war, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Jetzt ist Haltungsjournalismus angesagt, nicht mehr kritischer Journalismus. Und die Journalisten, die kritische Fragen stellen in der Bundespressekonferenz, die sind draußen, die sind weg. Und jetzt frage ich mich halt dann, inwieweit ein Beispiel, wie es jetzt die Katrin Seibold macht, für andere dann auch wieder beispielgebend ist, dass sie sagen, ich kann jetzt nicht länger schweigen, ich bin auch immer noch ungeimpft und diese ganze Drangsalierung hängt mir jetzt zum Hals raus, ich sage jetzt auch öffentlich meine Meinung und gehe nach draußen. War doch erst vor kurzem auch jemand, der hat so einen komplizierten Namen gehabt, wie hieß denn der noch? Ole Skamprak, glaube ich, war das. Ja, so in der Richtung. Der hat doch auch gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann da nicht mehr zuschauen, wie da einfach strukturell ein Fehler in dem System ist. Ja, aber das sind ja jetzt nicht die Ersten, die da aussteigen, sondern Nein. Ich denke, die jetzt das machen, die folgen bereits dem Beispiel von anderen, die das vorher gemacht haben. Ja. Wir hatten ja schon Menschen vor der Kamera schon vor vielen Jahren, die aus diesem System ausgestiegen sind, weil sie entweder an ihre Grenzen gekommen sind oder das eben sehr frühzeitig erkannt haben und so weiter und so fort. Und das werden immer mehr. Und es sind nicht nur einzelne Individuen, die das dann erkennen und dann eben sagen, gut, steige ich halt jetzt aus und gebe noch ein Interview bei Fairtalk oder nur Wieso und dann bin ich weg. Nein, es tun sich ganz neue Strukturen auf, die sich im Hintergrund auch neu entwickeln. Bezeichnend finde ich da zum Beispiel den Aufruf von Robert Zibes, von Zibes Film, beziehungsweise von Oval Media, welches ja zum Beispiel den Corona-Untersuchungsausschuss produziert, aber eben auch Filme wie Corona Prolog, was ja ein Fortsetzungsfilm eigentlich sein soll. Aber das sind halt natürlich auch Sachen, die ja in auch finanziellen Dimensionen abspielen, wo selbst wir ja ein kleines Licht sind, sondern richtig große Filmproduktionsfirmen, die da auch umstrukturieren und im Prinzip jetzt gar nicht mehr sich den Mainstream-Anbietern sowieso nicht, aber auch gar nicht mehr im Auftrag des Mainstreams arbeiten, sondern ihre neue eigene Struktur schaffen, ja? Was halt übers Internet erst möglich geworden ist. Wir können ja mal kurz reinschauen, was der hier unter anderem sagt. Unser Ziel ist es, dass all diese Projekte sich am Ende gegenseitig stützen und tragen werden. Wir möchten Oval Media langfristig als ein internationales, multimediales und gemeinnütziges Medienunternehmen etablieren, das in verschiedenen Ländern eine unterstützende Community an Gleichgesinnten aufbaut und diese über unsere Webseite hinweg über Landes- und Sprachgrenzen miteinander verbindet. Wir glauben, dass diese internationale Vernetzung für den Erfolg der politischen Vernunft, der wir eine Stimme geben möchten, entscheidend sein wird. Um all das zu verwirklichen, benötigen wir allerdings Hilfe. Wir sind, wie ich schon erwähnte, kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern sofern wir Gewinne machen, werden diese umgehend reinvestiert. Auch bekommen wir aufgrund unserer kritischen Berichterstattung keine Gelder mehr aus Töpfen der Filmförderung. In dieser Situation haben uns im vergangenen Jahr die Spenden unserer Zuschauer sehr geholfen. Viele haben uns Geld überwiesen, jeder nach seinen Möglichkeiten, der eine 2, der andere 20, manche 100 und manche sogar 1.000 Euro und mehr. All diese Spenden haben uns das dringend benötigte Zutrauen gegeben, neue Projekte zu wagen und weiter voranzutreiben. Doch nun merken wir, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir auf bisherigen Wege nicht mehr weiterkommen.
Es gibt einfach Projekte, die einen so hohen Finanzbedarf aufweisen, dass man sie mit einmaligen kleinen Spenden alleine nicht finanzieren kann. Das betrifft vor allem unsere Dokumentarfilme der Reihe Corona-Film, an denen wir zurzeit arbeiten. Nach der Veröffentlichung des Prologs im vergangenen Frühjahr wird bald ein Film über den Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen folgen, der im März veröffentlicht werden soll. Es folgt dann ein Dokumentarfilm über die Widersprüche der Covid-19-Impfkampagne, ein Film über die Verstrickungen zwischen der Pharmaindustrie und der Politik am Beispiel der PCR-Tests sowie ein weiterer Film, der sich mit der Rolle der digitalen Konzerne und der Geheimdienste beschäftigt. Ja. Warum wollte ich diesen Ausschnitt zeigen, um deutlich zu machen, dass im Prinzip auch so große Medienunternehmen durchaus bereit sind, eben nicht nur profitorientiert zu denken, sondern ihr komplettes Unternehmen umzustellen. Wie hat er es gesagt? Ja, gemeinnützig, Überschüsse werden reinvestiert etc. pp. Und da gibt es jetzt bestimmt Zuschauer, die sagen, ja, komm, hier, Pustekuchen, ja, das ist ein Abzocker und so weiter und so fort. Es ist natürlich immer irgendwo auch so ein bisschen auf Vertrauen aufgebaut, beziehungsweise man ist immer darauf angewiesen, im Prinzip demjenigen, der irgendwas verspricht, auch zu glauben. Ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir zum Beispiel bei Oval Media, das lohnt sich sehr. Die haben geliefert in den letzten 2 Jahren und von daher ist es absolut berechtigt, diesen Versuch zu starten. Und das, was die da machen, ja, das ist ja wirklich im Bereich der Millionenbudgets, mhm. Ja, wo viele haben gar keine Vorstellung, was Film, Dokumentation oder selbst das, was wir hier machen. Ja, und das ist ein besseres YouTube vielleicht. Ne? Ich meine, wir haben auch ein Studio und so, das haben jetzt nicht die meisten YouTuber. Und wir haben auch eine gewisse Konstanz und für uns ist es auch ein Hauptberuf. Das können jetzt auch nicht alle YouTuber von sich sagen. Aber selbst wir sind jetzt trotzdem ganz unten, was so das Produktionstechnische betrifft, im Semi- bis vielleicht professionellen Bereich. Ja. Aber wenn wir wollen, dass wir irgendwann mal wirklich ins Kino gehen und einen guten Film sehen nach unserem Geschmack, ja, oder das Fernsehen wieder einschalten wollen, weil wir wissen, da kommt ordentliches Zeug und so weiter, dann glaube ich, kommen wir gar nicht drum herum, das über diesen Weg tatsächlich zu machen. Ja. Die Realität folgt der Aufmerksamkeit, ja, und die Aufmerksamkeit folgt auf dem Geld. Und was ich mir oft anhören muss, dass zum Beispiel das, was wir machen, Abzocke sei, ja, wo ich mir denke, okay, kann man so sehen, ja, wenn das jemand so sehen will, aber wir bieten ja etwas, ja, wo wir verhältnismäßig, ich meine, das musst du dir auch mal vorstellen, wir zum Beispiel, wir verlangen 2 Euro im Monat für Inhalte, die wir trotzdem verschenken. Ja. Mhm. Und selbst das stößt teilweise auf eine Kritik, ja, die aus meinem Verständnis heraus so unangemessen ist. Ja. Aber es funktioniert, weil es eben genügend viele trotzdem verstehen, dass die Arbeit, die wir machen, die Arbeit, die Oval Media macht, die Arbeit, die selbst Boris Reitschuster und Thomas Röber machen, davon abhängig ist, ob die Zuschauer, die Konsumenten, und jetzt kommt das Stichwort, freiwillig dazu bereit sind, das zu unterstützen. Ja. Und ich finde es wirklich faszinierend, dass es offensichtlich da draußen genügend viele Menschen sind, gibt, die das erkannt haben und das freiwillig mit den Mitteln, die sie eben haben, unterstützen. Und nur weil das eben genügend tun, gibt es alternative Medien überhaupt, zumindest welche, die sich längerfristig über Wasser halten können. Mhm. Ja. Und ich möchte trotzdem für dieses Verständnis werben, bitte unterstützt Oval Media. Ja, bitte unterstützt natürlich Nuviso, unterstützt den Antispiegel, unterstützt Eingeschenkt, unterstützt das dritte Jahrtausend. Und ich sage nicht, jeder von euch soll das alles unterstützen. Ja? Sucht euch das raus, was euch am besten gefällt und unterstützt das, ja, mit den Mitteln, die ihr habt. Jeder nur, wie er will und vor allem, wie er kann. Ja? Also mir bricht es manchmal das Herz, wenn ich dann irgendwie einen Aufruf für ein Abo mache und dann muss ich Rechtfertigungen lesen von Leuten, die irgendwie 375 Euro Rente im Monat zur Verfügung haben. Mhm. Um Gottes Willen. Ja? Nur wer wirklich kann, ja, niemanden soll das wehtun, auf gar keinen Fall. Ja. Das möchte ich an der Stelle einfach mal loswerden. Aber natürlich, die Zukunft der alternativen Medien hängt natürlich in erster Linie tatsächlich davon ab. Mhm. Ne?
Und es ist einem schon fast unangenehm, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Es ist eine gewisse Form von Betteln oder so oder Hausieren, weil es halt auch bei vielen so wahrgenommen wird. Ja? Aber de facto ist das, was alternative Medien machen, ist ernstzunehmende Arbeit. Ja, das ist nicht einfach nur ein Geschwurbel und Abgezocke, wie das viele immer meinen. Ja, das will ich an der Stelle einfach mal sagen und möchte auch noch einen Sendehinweis geben, bevor wir dann in den Dreier-Ansichtsmodus wechseln, weil wir haben ja heute auch noch ein paar weitere Gesprächspartner. Keine Robert. Sorge, nicht nur wir zwei sind da. Homeoffice ist nicht Homeoffice, wenn nicht mindestens drei da sind. Ja, aber wir haben jetzt hier im Zweiermodus echt schon viel Zeit überbrückt. Das war gar nicht der Plan. Deswegen weiter im Text. Wir hatten ja uns letzten Sonntag in der Live-Sendung wir hatten ja versucht, über die Hintergründe der Pandemie und Laborthese und so weiter zu debattieren. Es war sehr hitzig, ja. Ich habe dann die ganze Nacht Kommentare gelesen, ja. Ich bin aber auch blöd. Bin dann natürlich auch mit der Stimmung irgendwie früh um 5 noch eingeschlafen, bevor dann um 7 der Wecker geklingelt hatte, weil, jetzt komme ich zum Punkt, wir am Montag Ruderboot aufgezeichnet haben. Und das war eine richtig geniale Sendung. Ich hatte es ja schon mal angedeutet und ich will gar nicht weiter die Leute auf die Folter spannen und würde einfach mal sagen, wir haben einen ganz kurzen Teaser geschnitten, den ich an der Stelle einfach mal zeigen würde wollen und mit dem Sendehinweis verbinden. Am Samstag 20 Uhr gibt es das Ganze als Live-Premiere mit Live-Chat auf Noviso TV. Und jetzt drück mal auf den Knopf, damit die Leute auch sehen können, wen wir diesmal als Gast hatten. Knopf. Es gibt laufend gute Storys. Ich meine, ich kann mich ja nicht beklagen über meine Lieferanten, nämlich die Politiker, ja, und die internationalen Konzerne, die ständig neue Skandale produzieren am laufenden Meter, und zwar so viele, dass das Wort Skandal langsam schon an Bedeutung verliert. Also wir wissen es ja, je mehr es von einer bestimmten Sache gibt, umso wertloser wird die einfach im Zuge der Inflation. Ja? Und deswegen gibt es inzwischen so viele Skandale, dass sich kein Mensch mehr darüber aufregt. Ja? Wird das heute die letzte Sendung ohne Publikum? Was glaubt ihr? Oh, wir haben uns gestern erst drüber unterhalten beim Telefonieren, haben gesagt, du, das nächste Mal wollen wir gerne mit Publikum machen, das ist viel schöner. Gerade weil wir heute ja viel Musik haben und so, das ist doch irgendwie, da springt doch der Funke über. Ich denke, wir sollten Karl Lauterbach fragen, ob wir das dann dürfen. Naja, weil er entscheidet ja über die Varianten. Das legen wir ja hier nicht fest. Er ist ja der Einzige. Man sagt ja nicht umsonst, es gibt den, der mit dem Wolf tanzt und der mit den Viren spricht. Und das ist der Karl. Du hast gerade eine Aktion mit Leuchtturm ARD. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbinden mit der Welt des unabhängigen Journalismus. Und wir verlangen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Aber wir haben ja so viele Protagonisten und so viele Entertainer, also alles Alpha-Tiere. Das ist, jetzt deckt sich Publikum mit Entertainern, also das ist alles eins. Insofern könnte es sogar die Zukunft sein. Mein Name ist Jan Song King und Corona war für mich ein Glücksfall. Ich wurde hochgespült, weil Musiker gebraucht wurden auf Demonstrationen und da bin ich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen und habe angefangen Musik zu machen und ja, hat sich dann so entwickelt von Mal zu Mal, dass also immer irgendwo jemand gebraucht wurde, der ein bisschen für, vielleicht auch ein bisschen für Heiterkeit sorgt und von daher bin ich ein wenig populär geworden so in sächsischen Landkreisen. Ich finde es natürlich großartig, dass die Menschen jetzt alleine auf die Straße gehen und dass sich die Bewegung dezentralisiert hat. Das war ja von Anfang an unser Ziel. Und ich konnte mich tatsächlich ein bisschen ausruhen, habe ja doch viel im Außen gelebt jetzt auch die letzten 2 Jahre. Ich bin eher so ein meditativer Typ, wo man nicht mehr so viel im Außen lebt. Und deshalb sieht man auch, und deshalb freue ich mich jetzt auf das Treffen bei euch, dass ich jetzt wieder Kraft gesammelt habe und jetzt wieder auch nach vorne gehen kann. Das ist der Frank Spalter Steinmeier, der Bundes-Uhu. Nu, also im Sinne von nu, ja,
und wieso. Genau, das heißt nur wieso. Ja, warum? Nur wieso? Ja, warum? Ja, warum? Sächsisch für nur wieso? Nur ja, wieso? Der Uwe wieder, echt, hey, also. Ne? Ja, Mensch, was für eine spannende Sendung. Mit Michael Ballweg, Gerhard Wischniewski, Jan Gerum. Song King, ja, der sehr unterhaltsam war. Er hat viele Songs zum Besten gegeben. Und vielleicht hören wir den heute als Rausschmeißer noch mal ganz am Ende der Sendung. Ja. Hängen wir noch. Frank, hör auf, du bist betrunken ran. Ja. Grandioser Song, auch schon 6-stellige Klickzahlen auf YouTube. Und Jimmy Gerum, den wir ja auch hier, ich glaube, in der 195. Sendung schon zu Gast hatten. Und es war nicht 6 Köpfe eine Meinung. Ganz sicher nicht. Ja. Also wurde hitzig debattiert. Uwe war sogar ein bisschen auf Krawall gebürstet diesmal. Also unbedingt anschauen, Samstag 20 Uhr. Und für alle, die Nuvisu Plus Abo haben, ja, weil, was man ab 2 € im Monat kriegt, die können es natürlich jetzt schon sehen. Ja. Irgendein Vorteil muss es ja haben, uns zu unterstützen. Stimmt's? So, Robert, jetzt bist du wieder dran. Ja, ja, nö. Nö, ich krieg das nicht hin. Sächsisch ist, geht mir nicht so. Nur wieso? Na, wieso? Für Bübsch, ne, wo? So einfach kommt es nicht rüber. Da, ich bin schon viel zu selten in Leipzig gewesen. Ich brauche mal wieder Veränderung. Es wird mal wieder Zeit, dass wir da oben was machen. Ganz die Leute gieren nach Barcode. Ja, ja. Das ist ja Homeoffice in 3D. Ja. Ja, da gibt es einiges, was wir nachholen müssen oder machen müssen. Das wird sich bestimmt erledigen in der nächsten Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, komm, lass uns in unser Homeoffice-Gewand schlüpfen in der Dreierkombination. Genau. Und zwar, schieb mich nach unten. Wir brauchen jetzt endlich auch mal weibliche Unterstützung. Und dazu schalten wir wohin? Nach Montenegro. Ja. Und wir begrüßen unsere liebe Julia. Julia, hallo. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich war ja lange nicht im Homeoffice und freue mich total wieder, Mensch, Julia, hier bei euch zu sitzen, obwohl ich so weit weg bin eigentlich. Du bist uns so nah und du gehst uns so ab, wirklich. Es ist so lange her, dass wir uns gesehen haben und das nervt mich dermaßen. Fühl dich ganz fest gedrückt und gleich die Frage vorweg. Wie geht's dir denn? Wie geht's deiner Familie? Also ich freue mich auch ganz doll und uns geht's gut. Also uns geht's viel, viel besser als letztes Jahr. Ne? Also unserer Familie ging es im letzten Jahr nicht besonders gut wegen dieser ganzen Corona-Kacke. Aber ich muss sagen, seitdem diese Bürgerbewegung jetzt immer größer wird, habe ich immer mehr Hoffnung und auch richtig Bock, wieder etwas zu machen. Und doch, uns geht's gut. Uns geht's wirklich gut als Familie. Ich hoffe euch auch. Das ist schön zu hören. Ja, klar, also ich und mein familiäres Umfeld geht es auch gut, aber es ist eine so bedrückende Stimmung. Man ist vom Leben abgeschnitten, man kann nichts tun, ich treffe mich mit Freunden, ich mache Spaziergänge und ich bin aktiv und bin eingeschaltet und war auch noch nie so im Aktionsmodus wie jetzt, aber trotzdem keine Bücherei, kein Schwimmbad, kein Restaurant, kein Theater, kein Café, kein nichts, was Leben irgendwie bedeutet. Ich habe neulich festgestellt, für uns der Höhepunkt am Wochenende war, wir sind in einen anderen Supermarkt gefahren, der etwas größer war. Und das war dann schon ein echtes Highlight. Ohne Witz, wir sind dann schon, wir haben ein Shopping-Erlebnis gehabt. Das war nur ein scheiß Edeka, weißt du so. Und das war nichts Besonderes, ja. Also nicht scheiß Edeka, Entschuldigung, sondern das war halt nur ein stinknormaler Supermarkt, der etwas größer war, ein anderes Sortiment hatte. Und wir waren dann, lass uns da hinten nochmal schauen. Da gibt es dann noch was Schreibwarensachen oder so. Wenn du beim Einkaufen plötzlich das Gefühl hast, du bist im Urlaub, ja, dann merkst du, dass sich irgendwas verändert hat. Ja, es war so surreal. So haben sich früher die Ostdeutschen gefühlt, ja, als sie das erste Mal nach Hof gefahren sind, um ihr Westgeld abzuholen, ja. Und dann danach in die Shopping Mall. Ja. Oh. Ich kann jetzt so mitfühlen. Ja. Aber Robert, ich fühle mit dir, also mein eigener Genesenstatus läuft diesen Sonntag ab, also dann bin ich auch wieder in Isolationskraft. Dann ist für mich auch wieder der Spaß vorbei, der war ja auch nicht lange, es sind ja quasi nur 2 Monate, die man genesen ist. Ne? Ja, ja. Ich durfte mal mit meiner Tochter ins Schwimmbad gehen, das war schön. Wow. Das hat sich so dermaßen gewünscht und damit ist jetzt eben wieder Schluss. Aber ich habe ja vorhin kurz angesprochen, Bürgerbewegung und dass es uns wieder gut geht. Wir haben
eben selber was gegründet. Also wir haben eine Gemeinschaft gegründet in unserer Gemeinde, in unserem Ort, in dem wir leben, mit Nachbarn und auch aus Nachbarortschaften, und haben uns vernetzt und treffen uns regelmäßig, mehr oder weniger im Untergrund. Und das ist so unfassbar schön. Also es mangelt uns nicht an sozialen Kontakten. Und wie kam das zustande? Hattet ihr schon Kontakt mit den Leuten? Waren das Freunde aus der Nachbarschaft oder hat sich das ganz neu entwickelt durch die Umstände eben auch? Ich habe einfach explizit Leute angequatscht, von denen ich wusste, wie sie ticken, und habe was geschrieben, habe gesagt, Leute, wir sind jetzt in Zukunft immer mehr die Ausgestoßenen, wir müssen uns gegenseitig helfen, mental wie auch praktisch. Alle, die Bock haben, lasst uns an diesem und jenen Ort um die Zeit regelmäßig treffen. Und bringt jemanden mit, zu dem ihr Vertrauen habt und der so tickt wie wir. Und daraus ist jetzt schon ein Netzwerk geworden von 60 Leuten. Wow. Also nur in unserem kleinen Ort. Ne? Und okay. Das hat auch schon Schule gemacht in andere Ortschaften. Und jetzt hören wir das auch von ganz anderen Teilen in Deutschland, dass sowas überall aus dem Boden sprießt. Also, oh, hier fängt gerade ein Sturm an. Ja, der ist bei uns gerade vorbei, jetzt ist er bei dir. Okay, super, ich will morgen Skifahren. Also ich hoffe, du kannst noch so lange überleben, während wir hier Sendung machen. Nachher kannst du dein Haus wegblasen hier. Nein, Spaß, hoffentlich geht's gut. Die meisten haben es auch gut überstanden, aber es war echt eine stürmische Woche letzte Woche. Was du gerade erzählt hast, das merke ich nicht so in der Art. Ich habe jetzt keine Gemeinschaft in dem Sinn, aber was mir aufgefallen ist, die Freundschaften, die wir hatten und die auch jetzt bestanden sind, also diejenigen, die standhaft geblieben sind, die sind jetzt umso wertvoller. Also wir haben ein paar feste Freundinnen, als ich von denen erfahren habe, dass sie sich auf jeden Fall, auf gar keinen Fall schlumpfen lassen, da war ich so erleichtert, weil man traut sich ja, wenn man sich länger nicht sieht, dann gar nicht zu fragen, wie ist es denn bei dir, sondern also so ein harter Kern von ein paar Leuten um uns rum, die wohl wirklich auch langjährige Freunde sind, die sind auch wirklich standhaft geblieben, und das hat mir so endlos viel bedeutet, dass ich mich mit denen sogar jetzt noch viel, viel lieber wie vorher treffe. Ja, das ist echt eine wichtige Erkenntnis. Absolut, das ist bei uns genauso, und die Familie wächst auch, also rückt total zusammen. Also ich habe das große Glück, dass meine Familie, dass da quasi alle gleich denken, und der kleine Freundeskreis um uns herum, alle rücken noch enger zusammen und unterstützen sich, wo sie nur können. Und das ist, das hätte es ohne diese schlimme Zeit in der Form nicht gegeben. Mhm. Also es bringt ja immer das Schlechteste und das Schönste in den Menschen hervor, wenn man irgendwelche Krisen oder härteren Zeiten hat. Und ich meine, das, was wir jetzt erleben, ist ja vielleicht auch erst der Anfang. Mhm. Also vielleicht wappnen wir uns jetzt gerade noch für Zeiten, die viel härter und schlimmer werden. Und auch dafür ist es so wichtig, jetzt diese Gemeinschaften zu etablieren. Mhm. Also so sehen wir das zumindest. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber es ist gut zu wissen, dass man dann eben echt viele Leute hat, auf die man zählen kann. Und ich habe das so häufig in der Vergangenheit gehört, auch vor Corona schon, wenn es einfach nur um irgendwelche politischen Kontroversen ging. Oh, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich fühle mich total alleine. In meiner Familie versteht mich keiner und so weiter. Und da kann ich nur sagen, werdet aktiv, dann sucht euch eure Peer Group. Dann sprecht einfach Leute an, wenn ihr auf einer Demo seid. Da trifft man auf hunderte Gleichgesinnte, auf tausende. Also niemand muss alleine sein. Nicht nur, niemand muss alleine sein, sondern... Ich habe gemerkt, dass die Resonanzgesetze sich beschleunigen. Ja, Resonanzgesetze spielen auf jeden Fall eine große Rolle dabei, aber man muss einfach der Spaltung wirklich physikalisch entgegenwirken. Ja, mit Klebstoff sozusagen, ja, indem man sich vernetzt, ja, indem man sich auf gar keinen Fall spalten lässt, sondern immer mehr Cluster schafft und die miteinander vernetzt, ja, egal auf welcher Ebene. Du kannst dich echt glücklich schätzen, weil das ist das Sinnvollste, was du machen kannst gegen das System, weil das System funktioniert umso besser, je mehr Spaltung du hast. Wenn du eine geeinte Opposition gegen das System hast, hat das System ein Problem. Wenn du eine gespaltene, partikularisierte, in ideologische Lager gespaltene Opposition hast, dann lacht sich das System ins Fäustchen. Ja? Mhm. Deswegen konglomeratisieren, ja, statt spalten. Mhm.
Julia, du kannst dich echt glücklich schätzen, dass deine Familie so geschlossen ist, weil in so vielen Familien ist ein Riss durch so nach Motto, ja, ihr könnt an Weihnachten schon vorbeikommen, aber nur mit negativen PCR-Tests und sowas, ja. Oder hier Einladung zum Geburtstag, 2G ist angesagt, könnt ihr gerne kommen und sowas, wo ich mir denke, so, puh. Das ist eine neue Qualität und das wird das auch ist, egal, wie sich. Das ist auch als ganz schlimm. Mir tut es so furchtbar leid, wenn ich das höre. Ja. Egal, wie sich es jetzt dann weiterentwickelt. Für mich ist es klar, wo die Leute dann einfach stehen. Oder ich habe neulich einen Tweet gelesen, wo einer geschrieben hat, für ihn, er weiß jetzt genau, wer von seinen Freunden, Verwandten oder Arbeitskollegen ihn ohne mit der Wimper zu zucken über eine Klippe stoßen würde, nur wenn der Fernseher ihnen es das befiehlt. Das ist für ihn eine ganz wichtige Erkenntnis. Weißt du so, ja, dass man also sieht. Das habe ich auch gelesen, ja. Genau, das habe ich auch gelesen. Und das ist ja, das habt ihr bestimmt auch schon häufig gehört, das ist ja jetzt wirklich eine Zeit der Enttäuschung. Also man ist enttäuscht von manchen Menschen, aber man ist nicht länger von ihnen getäuscht. Also ich kann jetzt ganz genau in meinem Umfeld abchecken, mit wem ich wirklich kann, wirklich, auch wer loyal ist und auch wer niemanden verraten würde, auch Leute, wer mutig ist, wer zu seinen Prinzipien steht, wer wirklich Freundschaft empfindet. Und das fühlt sich eigentlich total gut an, denn die anderen brauche ich ja ohnehin nicht. Weißt du? Aber gibt es da bei euch in euren Freundeskreisen, Verwandtenkreisen oder wie auch immer, gibt es da überhaupt so viele, die da wegfallen? Weil, also ich meine, es stimmt, was du sagst, absolut richtig, es ist ein super guter Gradmesser, aber wenn ich gerade bei mir nachdenke, ich musste niemanden aussortieren. Naja, bei mir wurde schon aussortiert, bevor Corona war, weil mir wurde ja schon vor Jahren Anti-Amerikanismus vorgeworfen und so weiter. Und ach, was weiß ich. Ich habe mir meinen Diplom vorher schon geschaffen. Ja. Also genau, du hast eben, und diejenigen, die, also was weiß ich, aus Abi-Zeiten von mir aus, die damals schon gesagt haben, ja, du bist ja Anti-Amerikanismus hier Extremistin, das sind ja auch die, die jetzt zum Spritzen gehen und so. Und das hat sich eigentlich dann nur bestätigt, dass das für mich eben eine ganz andere Welt ist. Aber tatsächlich auch in dort, wo ich wohne, ganz real gibt es auch Menschen, von denen ich echt enttäuscht bin, was meine Familie betrifft, wie da mit meiner Schwester oder meinen Eltern umgegangen wurde, wie da ausgeschlossen wurde oder wie man sich einfach nicht schützend vor seine Mitmenschen gestellt hat. Also so feige. Also Leute, die zum Beispiel hinter vorgehaltener Hand sagen, die Maßnahmen sind alle sinnlos und scheiße, aber wenn es dann darum geht, dass die Ungeimpften ausgeschlossen werden, dann halten wir aber trotzdem unseren Mund. Naja, machen wir trotzdem alle mit. Also das ist sowas, was ich so feige und niederträchtig finde. Und da habe ich jetzt eben genau kennengelernt, wer ist so feige und so niederträchtig ist das falsche Wort, aber ich finde es eben furchtbar enttäuschend und ich weiß auch genau, dass ich mich um solche Menschen nicht mehr bemühen möchte. Muss. Ein guter Titel. Zeitalter der Enttäuschung mit Bindestrich dazwischen. Ja. So Ende der Täuschung. Genau. Haben viele noch nicht kapiert. Viele werden zwangserweckt werden in naher Zukunft und sind schon mitten in diesem Prozess drin. Sieht man ja auch, die Demonstrationen werden einfach immer größer und es wird ja auch immer wärmer. Es kommt mehr Licht zurück. Wir laufen in den Frühjahr hinein. Da wird diese Bewegung schon nochmal eine ganz schöne Dynamik bekommen. Aber Julia, du sagst, du wirst jetzt wieder mehr Action machen, du wirst wieder mehr aktiv werden. Ich habe mitgekriegt, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du recht fleißig unterwegs warst in letzter Zeit. Ja, genau. Ich habe jetzt wieder angefangen. Und zwar, klar, jetzt im Februar. Das war eigentlich, ich muss echt gestehen, es war eine Idee von Ken Jebsen. Ich hatte Interviews geplant und mit einem ungeimpften Kollegen und mit einem genesenen Status von mir selbst, der abläuft, kann man ja nirgends jetzt in irgendeinem Hotel, in einem Seminarraum oder wo auch immer drehen. Da meinte Ken, na dann dreht doch im Bus. dann haben wir überlegt, das können wir uns eigentlich schon schick machen und ist doch eigentlich auch total genial, du fährst hin zu den Leuten, lädst sie ein, das hat diesen On-the-Road-Charakter, alle sind eingesperrt, es ist Corona, niemand kann irgendwie wegfahren und dann findet man Fernweh, also nimmst du die Zuschauer eben mit in deinem Bus zu den Gesprächen und dieser Gedanke, mit dem bin ich eben schwanger gegangen und
Und dann haben wir einfach losgelegt. Dann haben wir jetzt den Alexander Neu aus Berlin, den linken Politiker, haben wir zu der Ukraine-NATO-Russland-Krise befragt. Dann haben wir Ken Jebsen getroffen. Dann sind wir in die Schweiz gedüst zum Daniele Ganser und nach Freiburg im Breisgau zum Martin Rutenberg, zu diesem tollen SWR-Moderator. Und da sind noch viele, viele andere in petto. Bald geht es zum Erbsenzähler, der Mann mit den Rohdaten, die Pandemie in den Rohdaten, der Marcel Bartz, und zum Michael Mayen, dem Journalismusprofessor aus München. Also es wird schon, ich denke, die Zuschauer können sich auf viele schöne Sachen freuen. Also mir macht es unheimlich Spaß. Hallo. Und viele, ja, Kilometer, oder? Kilometerfresser mit dem Bus dann, oder? Ja, ja, wir haben wirklich ordentlich Kilometer geschrubbt, aber das ist, macht so einen Spaß, wenn man einen Kollegen dabei hat, der genauso musikaffin ist und wo sogar Stauspaß macht, geht's alles. Ja, und wir freuen uns ja auch auf unsere tollen Gesprächspartner und darüber haben wir so viel zu quatschen und es ist schon schön, ja. Ja, viele Menschen haben mich auch in letzter Zeit, in den letzten Monaten gefragt, Mensch, wo ist denn die Julia? Warum lässt sie denn nichts mehr von sich hören? Und umso mehr freut uns das natürlich anzukündigen, dass du wieder am Start bist mit neuen Gesprächen. Du hast gerade schon ein paar Namen genannt und wir wollen natürlich auch mal reinschauen, wie das Ganze dann am Ende optisch aussieht, wie du da mit dem Busstudio, muss man ja fast sagen, ja, sozusagen das Studio auf die Straße holst und dann einfach zu deinen zukünftigen Interviewgästen einfach hinfährst. Ja, wenn man schon aus irgendwelchen G-Gründen ja nicht mal mehr in irgendeinem Restaurant oder Hotellobby ein Interview führen kann, ja, wie du ja von früher gewohnt warst. Ja, da ist jetzt eben die Alternative. Machen wir doch im Bus, ja? Da hatte Ken eine super Idee und ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein. Okay. Wir haben natürlich mit Daniele Ganser gesprochen über den Konflikt um die Ukraine zwischen NATO und Russland, aber auch über Corona und die Bewegung, die sich gerade demokratischerweise auf die Straßen ergießt in Deutschland und der Welt. Darüber haben wir uns unterhalten. Und über einiges mehr. Ihr könnt gespannt sein. No? Ja, ich denke schon, war ein tolles Gespräch. Na gut. Also dann viel Spaß beim Gucken. Schaltet ein. Ja, Bus-Office, Julia im mobilen Studio, tolles neues Format, demnächst natürlich die erste Sendung mit Daniele Ganser. Ich weiß es noch nicht genau wann, irgendwann jetzt die Tage wird das veröffentlicht, das erste Interview. Und dann werden wir dich hoffentlich öfter sehen und wie du ja schon gesagt hast, einige Interviews sind auch schon im Kasten und das sind auch richtig gute, lange, tiefgründige Gespräche, die du da auch immer führst und du hast aber auch immer tolle Gäste, muss ich auch mal sagen. Mhm. Ja. Danke. Mhm. Ja, macht auch unheimlich Spaß. Ich finde das auch ganz, ganz großartig. Und du hast ja gerade gesagt, Frank, man hat jetzt lange nichts von mir gehört. Das stimmt. Meine Familie, also wir haben uns im letzten Jahr ganz schön um uns selber gekümmert. Da mussten uns erstmal wirklich um uns kümmern, wie es wahrscheinlich Tausende und Millionen andere deutscher Familie und nicht nur deutscher, also weltweit Familien machen, in Anbetracht der Bedrohung durch die Schlumpfung. Haben wir uns eben auch gefragt, was machen wir mit 3 schulpflichtigen Kindern, wenn das hier in Deutschland irgendwann heißt, nur noch geimpfte Kinder dürfen zum Unterricht kommen. Und wir haben ja aber Schulgebäudeanwesenheitspflicht in Deutschland. Und da haben wir eben hin und her überlegt und haben im letzten Jahr viel, viel Zeit dafür investiert, um uns einen Fluchtpunkt, ein Exil im Ausland aufzubauen. Und das ist unsere Wahl, fiel da auf Montenegro. Und Da bin ich jetzt auch gerade, also zwar jetzt nur zum Familienurlaub, aber wir waren jetzt, das ist das sechste Mal, sind wir jetzt in Montenegro und haben uns hier tatsächlich einen Fluchtpunkt aufgebaut. Und wenn es uns in Deutschland zu doof wird, zu gefährlich wird, dann packen wir unsere Kinder ein und sind weg.
Und das war mir eben unglaublich wichtig, diese Versicherung im Hinterkopf zu haben, dass das Jugendamt nicht bei uns irgendwann vor der Tür stehen könnte und sagt, solche verantwortungslosen Eltern dürfen keine Minderjährigen erziehen und außerdem müssen die in die Schule und dafür müssen sie geimpft sein und so weiter. Also keine Ahnung, ob das jemals so schlimm wird, aber die Ängste sind da gewesen im letzten Jahr massiv. Und Plan A ist, dass das einfach jetzt nur eine schöne ein schönes Ferienhaus ist, wo unsere Freunde und Familie Urlaub machen können. Und Plan B ist, dass wir es nutzen als Rückzugsort, wenn wir irgendwelche Stürme in Deutschland überstehen müssen. Warum Montenegro? Warum fiel eure Wahl auf dieses Land? Naja, wir haben Montenegro schon auserkoren, bevor irgendjemand darüber gesprochen hat. Also wir haben Freunde hier in Montenegro. Und dann ist es so, Montenegro ist ja nicht in der EU. Es bezahlt zwar mit dem Euro, aber es ist nicht im europäischen Zahlungsverkehr. Also wenn man eine Überweisung nach Montenegro macht, füllt man noch so ein großes A4-Blatt aus bei der Bank händisch. Dann ist es für Unternehmer hier relativ günstig, weil Gewinne werden quasi überhaupt nicht besteuert oder nur ganz gering. Dann ist es eine unfassbare Naturschönheit, dieses Land. Also es ist ja so groß wie Schleswig-Holstein, aber mit 650.000 Einwohnern trotzdem richtig dünn besiedelt. Und die Montenegriner haben auch einen Nationalstolz, einen total gesunden Patriotismus, wie wir finden. Und die lassen sich auch nicht alles gefallen von ihrer Regierung und auch nicht von ausländischen Aggressoren, haben sich jahrhundertelang gegen Aggressoren von außen zur Wehr gesetzt, sind ein sehr kämpferisches Volk. Und alle Male, die wir jetzt hier waren, sind wir auf so viel Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft gestoßen, wie wir es selten erlebt haben. Aber vor allem haben wir uns in diese Landschaft hier verliebt. Das ist so unfassbar schön. Es ist ein Ökostaat, der erste und einzige Ökostaat der Welt. Wir haben ein Riesenproblem mit Massentierhaltung zum Beispiel, aber hier essen wir Fleisch. Also wenn wir mal Fleisch essen, dann hier, weil es hier keine Pestizide gibt, keine Massentierhaltung, keine Herbizide. Die Viecher rennen hier draußen rum. Also wenn du ins Gebirge gehst, dann ist dort eine Herde mit Schafen, mit Ziegen, mit Pferden, mit Kühen und die laufen alle frei rum. Aber das Gemüse ist eingezäunt, weil die Viecher ja frei rumlaufen. Es ist so genial. Es ist eine ganz andere Mentalität als in Deutschland auch auf jeden Fall. Die Leute sind viel entspannter. Julia, du hast uns doch ein paar Fotos geschickt. Wollen wir die mal zusammen angucken? Aber gerne. Ja, warte mal, ich zeig's euch mal schnell. Jetzt habt ihr hier das Foto von Tara, von dem Fluss Tara. Auch wenn man da jetzt nicht so viel sieht, ich habe leider nicht so eine gute Auswahl gehabt jetzt an Bildern, aber dieser Fluss, wenn jemand mal in Montenegro ist, den müsst ihr euch angucken, da kann man Wildwasser-Rafting machen. Es ist ein wunderschöner Fluss, wir haben daraus mit der Hand getrunken, arschkalt, aber extrem sauber, einer der 5 saubersten Flüsse der Welt. Und eine Perle. Die Brücke dort bei dem Tara River kann ja jeder mal googeln. Ich habe ja da jetzt kein schönes Foto machen können. Die ist auch unfassbar imposant. Die hat Tito noch gebaut. Und es ist ein architektonisches Meisterwerk. Müsst ihr euch angucken. Na, das ist hier nochmal die Tara mal reingefilmt in eine von diesen Schluchten. Also in Montenegro bildet die Tara den zweittiefsten Canyon der Welt. Also nur der Grand Canyon ist noch ein bisschen tiefer. Oh. Und das denkt man gar nicht, ne? Dieses kleine Miniland. Aber es hat echt ganz schön was zu bieten. Ja, was habt ihr denn noch für Bilder hier? Ah ja, genau. Und das ist, man sollte, wenn das Navi sagt, dass die längere Strecke die bessere ist, sollte man aufs Navi hören. Denn auch wenn man auf der Landkarte so sieht, so ey, das ist doch auf der Landkarte hier viel besser, wenn wir so fahren, dann sieht die Straße eben manchmal so aus. Aha. Aber das macht unfassbar Spaß, dort lang zu gurken. Also man sollte aber dann gucken, dass man vielleicht einen Wagen mit Allrad hat. Okay, also ein Jeep wäre nicht schlecht. Ja, so ein... Ja, also wir haben jetzt keinen Jeep, aber wir haben eben ein Allrad. Genau. Ja. Und da ist dann manchmal eben ein Baum oder ein paar Steine und das muss man dann eben mal kurz wegräumen, wenn man diese kleinen Straßen benutzt. Mhm. Aber es macht total Laune. Also ich finde es klasse. Das ist jetzt wirklich gleichzeitig, das ist an der Küste, also da ist dann mediterran. Du kannst wirklich in einem Abstand von 100 Kilometern hast du schneebedeckte Berge und dann hier Palmen unter Sonnenschein. Na, das ist in der Bucht von Kotor.
wunderschönste Altstadt, sollte man nur nicht im Sommer besuchen, in der Hauptsaison, weil man dann sich mit Kreuzfahrern auf die Füße tritt in der Stadt. Mhm. Aber ansonsten unfassbar schön. Viel Tourismus also, oder? Ja, ja, dort ist viel Tourismus. Also in der Bucht von Kotor ist richtig viel Tourismus und die nehmen es dort auch leider enger mit Corona-Maßnahmen. Also dort wird Maske getragen in den Geschäften, weil eben aus der ganzen Welt die Touristen dort sind. Mhm, man passt sich ja an, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Naja, genau, das ist die alte Festungsanlage auch von Kotor. Da gibt es unfassbar viel zu sehen in der Stadt drin. Ich habe jetzt keine Bilder davon geschickt. Wer Katzen mag, sollte nach Kotor fahren. Es ist die Stadt der Katzen. Mhm, okay. Also ich kriege meine Tochter immer kaum wieder aus. Mhm. Und das ist jetzt auch, das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen gewesen hier in dem Skigebiet, in dem ich jetzt gerade bin. Das ist Kolaschin. Ich habe zwei Skigebiete hier in Montenegro. Ein höheres und ein tieferes. Also unfassbar schön. Österreichische Skitechnik, total sicher. Noch nicht so überlaufen, nicht so teuer. Mhm. Landschaftlich unglaublich schön. Ja, das ist Julia im Lift. Die Bild im Lift. Schickes Mützchen. Ja, danke. Genau, hier auch nochmal Ski. Wie ist es da oben beim Après-Ski? Wird da jetzt hier irgendwie ein Pass verlangt? Müsst ihr da Maske tragen im Lift, nichts, beim Anstehen nichts, oder nichts. So? Robert, es steht überall stehen Zettel, Maske. So auf Serbisch bitte Maske tragen. Ja. Kein Schwein hat dort die Maske auf. Also echt? Die Leute an der Ausleihstation haben das dann so als Kinnschutz mal so, also so okay, nach der Devise, wir haben guten Willen gezeigt. Aber kein Mensch trägt dort Maske. Vielleicht liegt es auch daran, die Serben haben gerade Winterferien und da sind jetzt in dem Skigebiet sind gerade viele Serben und die sind ja auch recht widerborstig, was Corona betrifft. Also ja, da ist nichts von zu merken. Ich gehe hier auch in jeden Laden und hier ist nichts. Ich bin gestern in der Apotheke gewesen, da wirst du nicht gefragt nach Maske. Ich gehe ja einkaufen. Du vergisst, dass es Corona gibt. Das ist so schön. Deswegen gibt es die Masken. Diesen Pappdeckel gibt es nur deswegen, damit die Leute überhaupt daran erinnert werden, hey, da war doch was. Wenn die keine Maskenpflicht hätten, wäre das alles schon Geschichte. Wissen wir doch. Ui, wer ist jetzt das? Das ist unser, ja, das ist hier der Dorfhund, der liegt ja immer vom Haus rum. Und das ist so schön, egal wo wir sind in Montenegro, egal in welchem Ferienhaus, die Kinder haben hier immer irgendwie Hunde und Katzen zum Totstreicheln. Also mehrere. Perfekt. Finden die so toll. Das ist ja der Blick aus meinem Fenster hinter mir. Also wenn ihr jetzt hier wärt, okay, dort wo ich sitze, das ist der Blick hinten raus. Wow, lädt so einen tollen Winterspaziergang ein, ja? Ja, ja, ja. Das ist wirklich total schön. Ja, und das ist ja aber auch gleichzeitig jetzt eben in der Bucht von Kotor, wo wir heute waren, die Insel, oh Gott, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, eine Kircheninsel oder Klosterinsel, aufgenommen von dieser wunderschönen Hafenstadt Perast. Hm. Also eine Perle. Das ist hier eine Skistation, da gibt es gerade Welpen, da gibt es so eine große Kiste, da steht, bitte nehmt uns mit, und dann werden die Welpen verschenkt. Echt? Ja. Und da in haben Deutschland wir, undenkbar, ja. Das ist verboten. Ja. Das geht dort einfach so, ja. Ja, und du kriegst die Kinder nicht mehr weg, ne? Das ist so ein echtes Problem. Man muss erstmal jeder Welt mit durchgeknuddelt werden. Ich dürfte da nicht, mit meiner Sippe dürfte ich da nicht vorbeilaufen, dann wäre man nicht drei Hunde, sondern hätte man sechs wahrscheinlich dann. Nee, Robert, du hättest dort echt ein Problem. Ich bin versorgt. Die Arche Noah ist voll hier, das will ich nur sagen. Ja. Ja, und die haben ja neulich beim Kochen zugeguckt, die haben durchs Küchenfenster geguckt. So, die sind von draußen, die gucken da rein. So. Ja, aber genau. Das sieht schon fast aus wie ein Gemälde, oder? Es könnte auch ein Gemälde sein, so eine berühmte Vorlage für ein Gemälde. Ich verliere mich schon wieder in meiner Fantasie. Ja, schöne Bilder, die du da mitgebracht hast, Julia. Vielen Dank, warte, ich schalte mal kurz um. Ja, waren ja nur ein paar kleine Impressionen. Es gibt x Dokus über Montenegro im Internet, da staune ich. So ein kleines Land, aber scheinbar löst das richtig Fernweh aus bei vielen. Und von unseren Freunden, die hier schon lange leben und auch so Aussteiger begleiten bei allen möglichen Prozederes, die haben uns gesagt, dass sich gerade verdammt viele Deutsche für Montenegro als Auswandererland interessieren. Also die Anfragen gehen gerade durch die Decken. Woran kann das denn liegen? Mir fällt da gar nichts ein, ja. Tja, sowas. Achso, was ich noch sagen wollte, weil ihr fragtet, warum denn Montenegro? Für uns war auch noch gar nicht so irrelevant. Man kann sich hier wirklich verpissen, also in die Berge. Also ich meine, Montenegro ist nicht in der EU
Und die machen bei dieser Corona-Politik so, naja, so Halbseiden mit. Übrigens hat Montenegro gerade keine Regierung. Seit 2 Wochen gibt es hier keine Regierung. Die haben sich einfach nicht ausgemodelt, wer welchen Ministerposten kriegt. Und jetzt wird es irgendwann Neuwahlen geben. Aber das ist unklar, wo Montenegro hingehen wird, final mit der Corona-Politik. Die Bevölkerung demonstriert hier auch schon fleißig. Und in 2025 soll Montenegro der EU beitreten. Das sehe ich aber noch nicht. Allerdings wird es hier keine Begehrlichkeiten geben. Die NATO hat bereits einen Stützpunkt hier in Montenegro. Das heißt, es wird nicht ein Zankapfel sein, wie jetzt, wir wissen ja, wie es ist. Dort, wo noch nicht die NATO ist, dort kann es mal Probleme geben. Und allerdings ist Montenegro extrem unwichtig, was Bodenschätze oder so betrifft. Hier wird nur ein kleines bisschen Bauxit für die Aluminiumgewinnung abgebaut, mehr nicht. Also es ist einfach geopolitisch ein total unwichtiges Land. Und so ein kleines Land und wirtschaftlich relativ schwach. Also hier, denke ich, wird keiner irgendeinen Grund haben, irgendwann mal einzumarschieren. Und es hat einen Zugang zum Meer, sodass man selbst übers Meer abholen könnte, wenn in Europa der ganz große Krieg ausbricht, keine Ahnung. Also wir haben uns eben in alle Richtungen haben wir überlegt und da war Montenegro eben so das Land, wo wir in fast jeglicher Hinsicht ein ganz gutes Gefühl hatten. Ja. Tja, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Prozess schon so weit vorangetrieben habt. Ich bin mir ganz sicher, mich inklusive, gibt es jetzt viele Leute, die da recht neidisch sind oder zumindest sich auch sowas vorstellen können, ja. Ja, dann kann ich nur sagen, die das wirklich ernst meinen und da vielleicht es auch an Geld fehlt, das sind ganz viele Gemeinschaften, die sich jetzt auch gründen. Also schaut einfach im Internet, viele legen dann einfach zusammen und gucken, dass sie Siedlungen gründen. Und da passiert ganz, ganz viel. Also ich denke, wer das wirklich will, der findet. Wo muss ich da gucken? Unter nach montenegroabhauen.de? Irgendwie so. Genau da. Also, wenn wirklich richtig hartes Interesse besteht, kann man auch mich anschreiben auf jeden Fall. Dann kann ich Kontakte weitergeben. Aber du findest auch... Oh, jetzt hast du was gesagt, Julia. Jetzt hast du was gesagt. Dein Mail-Postfach läuft jetzt über. Na, meins wahrscheinlich, ja. Genau. Der bitte um Weiterleitung. Ja, also... wie gesagt, wir haben Freunde hier, die bei ernstem Interesse... sich darum kümmern, dieses Aussteigen, Auswandern zu erleichtern, weil sie eben Serbisch sprechen können, weil sie die Ämter, weil sie die Gänge kennen und so weiter. Also das ist wirklich vorausgesetzt, es ist ernsthaftes Interesse da. Aber wenn man sich erstmal so ein bisschen informieren möchte, gibt es zum Beispiel auch bei Facebook Urlaubsfreunde Montenegro eine Seite. Das sind schon über 3500 Mitglieder drin. Und da wird jetzt auch immer wieder gepostet, dass dieser und jener hat jetzt dort ein Unternehmen gegründet, ein Haus gekauft oder die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und mit solchen Leuten kann man sich einfach vernetzen. Das sind unfassbar viele. Also du brauchst, glaube ich, nur einen Abend recherchieren, dann hast du schon 10 Leute gefunden, die dort bereits sind. Genau, also wer da ernsthaftes Interesse hat, der wird an dieser Hürde auch nicht scheitern. Ja. Da finde ich, die werden im Netz. Ja, genau. Also für viele ist es vielleicht sogar eine Option. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt bestimmt eine Handvoll Leute, die jetzt ernsthaft drüber nachdenken. Ah, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wichtige Frage noch, also, Sprachbarriere. Was ist da Landessprache? Sprechen die Serbokratisch, Serbisch oder was montenegrinischer Dialekt? So? Naja, genau. Also es heißt, dass montenegrinisch gesprochen wird, aber schlussendlich ist das nur eine Mundart des Serbischen. Okay. Also aber du kommst mit Englisch kommst du gut durch, oder? Ja, also du kommst in allen Touristenorten mit Englisch gut durch. Wenn du hier in den Bergen bist, dann kannst du darauf wetten, dass dich keiner versteht. Dann musst du wirklich wenigstens die ganz gängigen Vokabeln, was heißt Brot, bitte, guten Tag, danke, Fleisch, Tomaten, was weiß ich. Und als erstes, ne razumijem, ja sam Njemac. Also ich verstehe nicht, ich bin Deutscher. Das ist auch ganz wichtig, dieser Satz, ja. Ja, ich habe also einfach, wie man das eben überall im Ausland macht. Mit Englisch kommt man immer ganz gut, wo überall, wo Touristen sind, ist klar. Und bei allem anderen, und wenn du nur sagst, Dobrodan, Molim, Chaleb, also guten Tag, bitte Brot, dann sind die schon fröhlich, dass du wenigstens ein paar Brocken gesagt hast und geben dir lächelnd herzlich dein Brot. Das ist Kuchen, ja.
Dann muss man noch Dankeschön sagen. Qualati, genau, vidimose, wir sehen uns wieder. Und so kleine Floskeln und die Welt geht auf. Genau. Das ist in allen Ländern der Welt so. Kannst du 2, 3 Brocken von der Sprache, machst du die Herzen der Menschen auf. Das habe ich 1000 Male erlebt am Flughafen. Das ist gar nicht schwer. Man muss halt aber auch auf die Leute zugehen. Wenn man so eine Miesmurmel ist, dann ist es natürlich schwierig. Gell? Absolut. Und ich meine, es ist nun mal kein Zuckerschlecken. Also natürlich wird einem nicht alles auf einem goldenen Teller serviert. Und wenn man diesen Schritt macht, ins Ausland gehen, dann heißt es nun mal, da musst du halt die Sitten dir irgendwie draufziehen. Du musst die Sprache lernen. Es wird dir nicht alles auf dem Teller serviert. Das, so ist es nun mal. Das sind halt scheiß Zeiten, die wir jetzt haben. Und da muss man... Aber wen das jetzt abschreckt, vielleicht ist ja die Erkenntnis hilfreich, dass wenn man einmal beginnt, diesen Weg zu gehen, ja, diese Dinge alle von alleine kommen. Ja, man muss einfach nur weiterlaufen. Mhm. Ja, man muss sich also stressen und einen dabei abbrechen oder denken, oh Gott, das kriege ich nicht hin, andere Sprache, anderes Land, nee, ist nichts für mich. Wer das wirklich will, der muss einfach nur loslaufen. Ja, und dann passt das schon. Genau. Da fehlt eigentlich den meisten nur ein kleines bisschen Mut. Mensch, Julia, aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns demnächst mal wieder in die Arme laufen. Mir geht es so ab, der Kontakt mit Kollegen und Freunden. Das ist, wir sind zwar ständig verknüpft miteinander, aber es ist alles so virtuell. Ich sehe euch aber doch nicht richtig und ich will Menschen riechen und schmecken und anfassen. Und das ist das kommt bald wieder. Wir müssen da irgendwie ein großes Fest machen. Mein 50er ist seit 2 Jahren überfällig. Das muss auch nochmal nachgefeiert werden. Also das und vom Stoner auch, ne? Der hat ja jetzt auch gerade wieder vorgelegt. Jetzt muss ich wieder einholen. Der ist jetzt 1 Jahr älter, jetzt muss ich in 3 Wochen nachziehen wieder dann. Ja, und mir hat ja auch ein Vögelchen gezwitschert, dass auch bei Familie Höfer bald ein Gründergeburtstag gefeiert wird. Und ich denke auch, wir sind ja alle menschliche Wesen und wir brauchen eben dieses Soziale, wie du schon sagst, Robert, wir müssen uns in die Arme nehmen können, den anderen fühlen, riechen. Und das abknutschen, weißt du, das ist ganz wichtig. Etwas, ja, das freut mich auch total drauf. Etwas, wo ich mich riesig drauf freue, auf den Kontakt mit der ganzen Herzensfamilie um uns herum. Ja. Mhm, und da gibt es doch einige. Julia, dann hey, an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben und was du da gemacht hast und auch in deiner Gefühlswelt. Ich bin mir sicher, das hat viele auch inspiriert oder vielleicht wachgerüttelt, so nach dem Motto, was ist das jetzt, was bedeutet es eigentlich in dieser Zeit zu sein? Toi, 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 für dein ganzes Umfeld. Sag all deinen Lieben, die ich kennenlernen durfte, auch ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal und bis bald in Real. Bis bald, ihr Lieben. Sagt viele Grüße an den Henning Rosenbusch und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ihr, liebe Zuschauer, bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Sucht euch eure Herzensfamilie, wenn ihr sie nicht schon habt und wir kommen durch diese Zeit durch. Das System gewinnt nicht. Vielen, vielen Dank, Julia. Bis bald. Tschüss. Und da begrüßen wir jetzt den Henning Rosenbusch. Henning, schön, dass du bei uns bist und einen lieben Gruß von Julia Savasi, die jetzt eben gerade bei uns zu Gast war. Von der sollen wir dich schön grüßen. Ja, und wie gesagt, schön, dass du bei uns bist. Dankeschön, freut mich sehr, mal wieder da zu sein. Hey da. Hallo. Hey da. Hey do. Ja, genau. Ich war öfters in diesem schwedischen Möbelhaus einkaufen, deswegen da steht das da überall rum. Also. Ja, Henning, lange ist her. Wir haben gerade geguckt, Anfang Oktober warst du bei uns zu Gast schon mal und jetzt ist der Winter fast vorbei. Wie geht's dir denn? Ja, ich bin auch in Schweden wieder ein freier Mensch. Der Freedom Day ist gefeiert. Hier ist eigentlich alles gefallen, was es an Restriktionen gab. Nicht mal mehr mit Symptomen sollst du dich testen lassen. Also wenn du Symptome hast, heißt es, bleib zu Hause, aber nicht mal unbedingt mehr zum Testen. Sie haben es auch nicht hingekriegt. Also sie konnten nicht irgendwie jeden Fall mehr testen. Sie haben irgendwie noch einen neuen Testrekord aufgestellt im Winter in Schweden und haben auch PCR-Tests nach Deutschland geschickt, teilweise zum Auswerten, weil sie es mit ihren Laboren nicht mehr hingekriegt haben.
Muss aber auch dazu sagen, sie haben zu Hochzeiten im Vergleich zu Deutschland pro Million Einwohner doppelt so viel getestet wie Deutschland wieder dann jetzt zuletzt. Wow. Bis man eben gesagt hat, es bringt nichts mehr, es geht nichts mehr. Das Gesundheitssystem wird durch Omikron hier offensichtlich nicht überlastet. Es gibt jetzt zuletzt wieder ein paar Tote, ein bisschen mehr, aber man muss halt dazu sagen, es gab bisher weder bei den Fällen, also viel später bei den Fällen als jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern und auch, also es gab hier keine vierte Delta-Welle sozusagen. Ja, es gab hier erst mit Omikron ist nochmal richtig eine Welle hochgeschossen. Und es gibt auch noch mal Tote, aber noch nicht auf dem Niveau wie in den letzten Wellen im letzten Winter. Und Schweden ist weiter in Untersterblichkeit. Deswegen, eigentlich müsste es mir richtig gut gehen, denn ich darf mich hier wieder frei bewegen. Ich darf in Veranstaltungen gehen. Ich muss keine Ausweise zeigen. Es gibt keinen Polizeistaat. Es gibt jetzt Demonstrationen oder es gab eine Demonstration, eine große in Stockholm. Als es auch noch gegolten hat mit dem Impfpass, gegen den Impfpass und für schwedische Verhältnisse wirklich eine große Demonstration. Also man hat von offiziellen Zahlen 12.000, ich sag 15.000, 17.000 könnten es gewesen sein. Das war mitten in Stockholm auf dem zentralen Platz, sehr friedlich, Polizei daneben gestanden, ohne Maske, ohne Helme. Hätten vielleicht auch Grund gehabt einzugreifen, weil teilweise Feuerwerkskörper abgebrannt worden sind, ist trotzdem toleriert worden, ist absolut nichts passiert und das Framing ist auch nicht so wie in Deutschland, also definitiv nicht. Es wird sich schon mit den Forderungen auseinandergesetzt und da wird vielleicht auch mal Aluhut gesagt oder irgendwas, ja, also oder mit den Inhalten der Reden, wenn das analysiert wird, dann heißt es schon Verschwörungstheorie. Der Heiko Schöning war zum Beispiel da und hat gesprochen und auch dieser rumänische Abgeordnete des Europaparlaments, der auch sehr kritisch ist, der war auch da. Und also damit hat man sich schon kritisch auseinandergesetzt, bis verrissen. Aber was hier nicht stattfindet, ist dieses Framing rechts. Also das wird nicht so extrem geframed wie in Deutschland. Und ja, also das ist der große Unterschied. Da war eine Gruppe irgendwie Nordmänner, wo sie dann gesagt haben, die hatten auch ein Plakat dabei und die sind wohl als eher rechtsextreme Gruppe in Schweden eingestuft, so als, ja, also, aber die haben dann, das haben sie gesagt, die waren da, aber die haben nicht versucht, das auf den Rest der Menschen, die dort waren, auszudehnen und zu sagen, okay, weil die jetzt da waren, hätte das überhaupt nicht stattfinden dürfen und alle hätten nach Hause gehen müssen. Erstmal danke für die Schilderung. Ich bin an einem Wort kleben geblieben, Untersterblichkeit. Da fällt mir sofort die Frage ein, wie hoch ist denn die Impfquote in Schweden? Auf einem ähnlichen Level wie in Deutschland ist die Impfquote. Unterschiede gibt es, wer geimpft ist. Also in Schweden sind mehr Ältere und weniger Jüngere geimpft als in Deutschland. Und es gibt auch Unterschiede, was verimpft worden ist. Also am Anfang ging AstraZeneca in Schweden vornehmlich an die Alten und die haben das ziemlich stark verimpft. War ja auch so eine schwedisch-britische Impfstoffkooperation. Oder AstraZeneca ist ja ein schwedisch-britisches Unternehmen. Und das verimpft man ja in Schweden nicht mehr. Und ein großer Unterschied ist auch noch, Schweden ist das einzige Land in Europa, das die unter 12-Jährigen nicht impft, weil es sagt, kein positiver Kosten-Nutzen. Und Untersterblichkeit, ja, Untersterblichkeit durchgehend, also auch während der Impfkampagne 2021 gab es eine Untersterblichkeit in Schweden. Es gibt natürlich gewisse Ausgleichseffekte, ja, also wenn man sieht, 2020 gab es ja schon eine Untersterblichkeit, wenn auch gering, im hinteren Drittel Europas, was die Übersterblichkeit betraf, 2020, aber eben, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus, Entschuldigung, Mist.
Naja, ich habe die Frage gestellt, weil wir haben ja in Deutschland eine Übersterblichkeit und hier steht eine große Frage im Raum, könnte das was mit den Impfungen zu tun haben? Ja. Deswegen habe ich nach der Impfquote den Schweden gefragt, wenn du von der Untersterblichkeit da sprichst. Ja. Ja, also es ist, diese Impfung ist in schwedischen Daten nicht zu sehen. Und wir haben, glaube ich, das letzte Mal, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte, wir haben auch, glaube ich, das letzte Mal über diesen Dry-Tinder-Effekt gesprochen. Also, dass es eben so ist, dass wenn in einem Jahr eine besonders hohe oder besonders niedrige Sterblichkeit ist in einem Land, dass es dann oft so ist, dass sich das in Zukunft ausgleicht. Ist ja auch logisch. Also, ja, genau, es überleben, so war es 2019, eben besonders viele vulnerable Menschen, weil es gibt keine Grippewelle, es gibt keine Hitzewelle oder sonstige Gelegenheiten, wo dann, also das sind eigentlich die zwei, wo man irgendwie Ausschläge in der Sterblichkeit sieht im Jahr. Und jetzt könnte man sagen, dass halt 2020 bis etwas mehr als zu erwarten gewesen ist. Das ist ja praktisch das, was eine Gesamtsterblichkeit aussagt. Ja, wie viel Menschen ist jetzt zu einem Vergleichszeitraum, im Moment ist es meistens 2016 bis 2019, ist zu erwarten gewesen, das Sterben, und dann der Unterschied ist eben Unter- oder Übersterblichkeit. Und jetzt hat man ja 2020 eine Übersterblichkeit gehabt. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht deswegen 2021 eine Untersterblichkeit. Aber nein, diese Daten, was es zum Beispiel auch aus den USA gibt, dass es besonders viele Tote momentan oder besonders hohe Übersterblichkeit in dieser Altersgruppe 19 bis 39 gibt, das findet in Schweden nicht statt. Und das ist Schweden ein kleiner Ausreißer. Weißt du, ob es von schwedischen Krankenkassen Daten über gemeldete Impfnebenwirkungen gibt? Nein. Also ich hoffe, ich kann jetzt behaupten, ich wüsste es. Aber nein, das, was da heute rausgekommen ist, eigentlich hat zuerst TKP darüber berichtet. TKP.at. Also das, was heute da rausgekommen ist, finde ich, jetzt bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Man hatte öfter, wir kennen das, glaube ich, alle während der Pandemie mal das Gefühl, okay, jetzt, das muss doch ausreichen, um irgendwo mal zumindest weitere Fragen zu stellen und da jetzt mal am Ball zu bleiben und diese Impfkampagne zu hinterfragen und auch weitergehende Fragen zu stellen, was die Nebenwirkungen der Impfung angeht. Und ich denke, das sind sehr valide Daten, die da vorliegen. Also nichts, was eben besonders leicht angreifbar wäre. Die ersten Reaktionen der großen Impfbefürworter, wie wir hatten ja nicht zum Beispiel mal den T-Online-Chef Lars Wienand, der ist ja gerne auf Querdenkerjagd und großer Impfbefürworter. Er hat natürlich den Chef, das ist ja so eine Art, die bezahlen nach Homöopathie und sowas, also das ist so ein bisschen so die alternative Krankenkasse eher, und das wird natürlich jetzt in die Esoteriker-Ecke gedrängt, das Ganze, weil der das veröffentlicht hat. Du meinst jetzt die Betriebskrankenkasse? Es ist ja so, es gibt ja nicht die Betriebskrankenkasse. Es gibt viele verschiedene Betriebskrankenkasse und die heißt jetzt, glaube ich, jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Provita oder so? Ja, Provita, genau. Und das ist halt ein Teil der Betriebskrankenkassen und die haben 126.000 Versicherte nur, wovon er der Chef ist. Aber die Daten beziehen sich auf alle Betriebskrankenkassen. Und das sind knapp 11 Millionen Versicherte. Genau. Ich hatte es auch vorher schon mal in der Sendung grob zusammengefasst. Und darauf beziehst du dich jetzt auch nochmal zusammen. Und es ist totaler Schwachsinn, jetzt zu sagen, irgendwie, das wäre eine Homöopathie-Krankenkasse oder irgendwas. Ja, nur weil der das jetzt veröffentlicht hat. Er hatte die Daten von allen Betriebskrankenkassen. Die machen da wahrscheinlich auch irgendwie immer ein Abgleich, wo sind Auffälligkeiten, wer hat die schlechteren Patienten oder so, unter diesen, die werden ihre Daten austauschen, kann ich mir sehr gut vorstellen, und hat dort eben mal nachsuchen lassen, wie oft ist dieses ICD-10
Also das gibt ja da, die Ärzte geben ja praktisch eine Diagnose und das ist interessant, ja. Also die Ärzte müssen von sich aus in dem Fall, die müssen zwar keine Impfnebenwirkungen melden, was wir ja kennen, dauert ungefähr eine halbe Stunde, sagen Impfärzte und kriegen kein Geld dafür, ja. Aber wenn sie abrechnen, müssen sie eine ICD-10 eingeben. Und diese ICD-10 müssen sie dann in Bezug auf die Impfung eingegeben haben. Das heißt, ich denke, das ist immer noch untererfasst, was da jetzt an Zahlen rausgekommen ist. Weil, wenn da jetzt eine Myokarditis kam, also irgendjemand mit einer Herzmuskelentzündung, dann muss der Arzt erstmal von sich aus auf die Idee gekommen sein, zu fragen, wann sind sie geimpft worden. Ja, und ob das dann immer passiert ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Oder es gibt ja noch ganz andere Nebenwirkungen, die da Gesichtslähmung oder ja, aber alleine also die Fälle, die die BKK hochrechnet, da reden die ja bis zu 3 Millionen Hospitalisierungen aufgrund von Impfnebenwirkungen aufgrund von Covid-19-Impfstoffen. Ja, so ist es ja definiert. Und wenn das stimmt, nee, ich meine 3 Millionen, also 3 Millionen behandlungsbedürftige Nebenwirkungen, also 3 Millionen Menschen, die zum Arzt 3 Millionen Behandlungen. Sind, wo eine Abrechnung vorliegt. Genau, also die zum Arzt gegangen sind, weil sie so schwere Nebenwirkungen hatten, dass sie eine Behandlung. Und der Arzt muss dann gesagt haben, das ist eine Impfnebenwirkung, weil da gibt es eine spezielle Nummer, die er dann eingibt, die dann an die Krankenkasse gemeldet wird. Und das sind so valide Daten aus der Realität, wenn die stimmen, also wenn jetzt die BKK das bestätigt. Und also ich bin jetzt gespannt, wie sie das niederhalten wollen. Also die Angriffe, die da jetzt kommen, sind bisher alle lächerlich aus meiner Sicht, dass man das, inwiefern man das jetzt anzweifelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann, der da der Chef von dieser Krankenkasse ist, der hat übrigens auch, das haben sie gleich ausgegraben, der hat ein Vorwort geschrieben zu einem Buch von Clemens Arvey. Das geht ganz böse. Oh, falsches Vorwort, mehr oder weniger. Rechts-Nazi. Also, nein, Clemens Arvey ist, glaube ich, noch nicht so negativ geframed. Er hält sich auch sehr, sehr zurück, was das betrifft und bleibt wirklich bei seinen Leisten, wie man so schön sagt. Der macht das schon gut. Trotzdem steht er schon, hat man ihm schon den Mantel gereicht, auch beim. Ja, natürlich, ja, trotzdem die falsche Meinung. Bei Maybrit Illner wird er nicht auftauchen, ja. Jetzt, Henning, du sagst, du hast so leise Hoffnung oder bist gespannt, was sich aus dieser ganzen Thematik jetzt entwickelt. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, den Christoph Kuhbandner, der Professor von der Regensburger Uni, der ja auch mit seinem Papier und seinem Auftritt bei der Doku von Servus TV im Stich gelassen für Aufsehen gesorgt hat, den hat man erstmal niedergeschrieben mit einer ganzen Armee von Faktencheckern und Faktenfüchsen und was es da alles gibt. Man hat ihm falsche Methodik vorgeworfen, falsche statistische Verfahren und so weiter und so fort. Denkst du denn, dass da jetzt auch eine konzentrierte Aktion stattfinden wird, um diese Krankenkassenergebnisse oder diese Abrechnungsergebnisse da mehr oder weniger auszublenden? Oder wird erstmal gar nichts passieren, dass man gar nicht erst hinschaut und so, lasst es einfach auslaufen, das wird vorbeigehen wie alles andere auch? Ja, ich denke ja schon so weit, dass da jetzt sich vielleicht Menschen gerade drüber Gedanken machen, was man damit macht. Aber nee, ich denke, das ist zu heiß. Also das ist auch, wie gesagt, zu valide. Die Zahlen sind schlecht angreifbar. Der Kuhbandner, jetzt mal abgesehen davon, von der Qualität seiner Arbeit und man kann da sicherlich drüber diskutieren. Und das ist ja hier das Problem. Also er hat versucht, halt zwei Kurven übereinander zu legen und da zu sagen, hier gibt es einen sehr ähnlichen Kurvenverlauf und eine Korrelation. Und da kann man dann natürlich drüber streiten, ja. Und da gibt es dann Theorien über Zeitreihen und so weiter, ja, wo dann halt ja nur noch Statistiker durchsteigen am Ende, wenn die das diskutieren. Aber hier haben wir valide Daten, wo auch ein Arzt irgendwie regresspflichtig ist, wenn er falsch abrechnet. Also das ist schwierig zu sagen hier. Ich bin auch gespannt, wie sie das jetzt kleinreden wollen. Ja. Wahrscheinlich werden sie es gar nicht
erwähnen. Ich habe jetzt gerade den Artikel, klein gehalten werden. Ich habe den Artikel aufgemacht von TKP, was du mir genannt hast, vorhin .at, und da ist dann eben auch dieser Artikel Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Im ersten Abschnitt steht drin, offizielle Abrechnungszahlen lassen erahnen, auf welches gesundheitliches Desaster wir uns zubewegen. Aber wir haben ja momentan noch diese psychologische Barriere, dass die meisten Ärzte, die allermeisten Ärzte, ich denke mal, es sind bestimmt 90, vielleicht sogar 95%, die sich diesem Impfnarrativ verschrieben haben, das gar nicht zulassen können. Zum einen, weil sie dann natürlich eingestehen müssten, sie haben es falsch verstanden, und zum zweiten, alle haben mitgemacht. Jeder von denen hat tausende Menschen gespritzt. Und wenn die sich natürlich dann eingestehen müssen, dass sie für dieses kommende Desaster in Zukunft verantwortlich sind oder zumindest eine Mitverantwortung tragen, dann, ich glaube, diese psychologische Barriere, die muss erst überwunden werden, bevor das überhaupt richtig Fahrt aufnehmen kann. Ja, das wird schwierig für viele, weil ich denke, also bisher sind die ja in ihren Gedanken, ich habe alles richtig gemacht, weil wenn man weiß, Ärzte haben ja so Behandlungsempfehlungen, und an die, wenn sie sich halten, kann ihnen eigentlich nichts passieren. Die sind immer erst regresspflichtig, wenn sie irgendwas machen, was nicht jetzt in den Behandlungsempfehlungen steht. Und ja, also von daher, die Ärzte, die jetzt bisher verimpft haben, die würden, glaube ich, vor Gericht, würden die davonkommen, ja, zumindest ja, selbstverständlich, ja. Die jetzt noch nicht noch Off-Label, also es gab ja jetzt einige, die Off-Label unter 5-Jährige sogar jetzt auch geimpft haben. Also ja, ich verstehe nicht, warum man das macht, und keine Ahnung. Und die waren ja auch nicht bezahlt dafür. Also das müssten dann die Leute privat bezahlen, weil es eben ja nicht empfohlen ist. Aber ansonsten würde ich sagen, die Ärzte kommen davon. Wo halt jetzt die Frage ist, wir wollen halt Daten. Ja, das sagen ja so viele Leute wie Gerd Antes, wie der Schrappe, der ehemalige Chef auch vom Experte oder von der Chefberater der Regierung Merkel mal in Gesundheitsfragen. Also hier gibt es viele Leute, die von Beginn an die Datenlage kritisieren. Und es ist einfach auch bekannt, dass passive Überwachungssysteme, ja, was wir haben jetzt, EMA und VAERS, da gibt es auch noch eine interessante Studie, da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen. Aber Moment, also dass solche passiven Überwachungssysteme eben eine Untererfassung haben. Ja, das ist eigentlich bekannt und unstrittig. Und das PEI tut aber einfach so, als ob das wirklich alles erfassen würde. Ja, das war bisher auch die Meinung, die sie nach draußen vertreten haben. Und jetzt ist wichtig, dass halt da wirklich mal nachgehakt wird und dass jetzt mal endlich auch Daten erfasst werden. Und da ist heute, wie gesagt, noch eine interessante Studie auch rausgekommen. Und zwar auch schon peer-reviewed, also es ist begutachtet, wieder von anderen Wissenschaftlern nochmal angeschaut. Und da haben sie verglichen die Corona-Impfung gegen die Influenza-Impfung. Einfach diese Meldungen in VAERS und EMA. Und wenn jetzt immer gesagt wird, das sind so Datenbanken, das sind nur Verdachtsfälle, und was man da immer kritisieren kann, es sind die einzigen Zahlen, die wir haben, die sie uns zur Verfügung stellen. Mehr haben wir nicht. Ja, das ist die Datenlage, die zu beklagen ist von Anfang an. Und da sind es 42 bis 345 Mal so viele so hohes Todesrisiko, 46 bis 190-faches Risiko eines Krankenhausaufenthalts, 56 bis 197-faches lebensbedrohliches Risiko. Und 77 bis 89% der Fälle finden statt 7 Tage nach der Impfung. Also das sind solche Sachen, da müssen einfach jetzt die Alarmglocken schrillen. Und wenn sie jetzt nicht mehr schrillen, wenn man da noch, das ist das andere, wo ich mir große Sorgen mache, da habe ich gerade noch die Meldung gelesen, Trudeau zieht wohl den Ausnahmezustand in Kanada zurück, weil was da ja stattfindet, das ist ja schon, geht ja schon offen in Richtung, ja, da möchte ich schon, also sind ja böse Vergleiche gemacht worden von Elon Musk, ja, soweit möchte ich jetzt noch nicht gehen, habt ihr ja mitgekriegt, kommt ja immer der Hitler-Vergleich irgendwann. Blackface so. Hitler, so heißen sie ihn da drüben, ja. Ja, genau, das ist auch der ist ja auch ein
großer Twitter-Hashtag mittlerweile, viel benutzter. Auf jeden Fall, er zieht den Ausnahmezustand wohl doch zurück. Echt? Ja, oh, Breaking News. Muss ich nachher gleich anschauen. Das habe ich ganz hoch auf dem Schirm auch. Wir hatten ja ein paar Jungs hier in der Sendung von Kanada, so eine Filmcrew, die uns da live berichtet hat. Oder das heißt live oder erzählt hat. Ich war oft in Kanada, das interessiert mich brennend. Aber zurück zu diesem Skandal. Glaubt ihr denn, dass das diesmal jetzt schon etwas anderes ist, dass dieser Fakt, den da jetzt diese Bezirkskrankenkassen publik gemacht haben. Betriebskrankenkassen. Fix, jetzt habe ich schon wieder falsch. Ich habe mir extra überlegt, Betriebskrankenkassen, ja, BKK, dass das dann so ein Momentum entwickelt, dass dann immer mehr Leute und vor allem die Ärzte oder Entscheidungsträger sagen, oh scheiße, ich glaube, ich muss jetzt hier meinen Hals retten, ich muss jetzt den Kopf aus der Schlinge kriegen, weil wenn ich jetzt weitermache und es wird jetzt offensichtlich, dass es hier alles zerdeppert, dann bin ich ja mit drin. Weißt du, dass die Leute dann in Panik so nach dem Motto, okay, jetzt muss ich auch was sagen dazu. Ich weiß es nicht. Das ist die Dominosteine fallen und fallen und fallen. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie lange dauert das? Ja, bis es dann halt sich durchgesetzt hat, bis es dann auch nicht mehr verpönt ist im Mainstream. Im Moment ist das ja immer noch eine verpönte Aluhut-Meinung, obwohl das Fakten sind. Für gewöhnlich brauchen die Leute 2-3 Wochen, um überhaupt erstmal den Unterschied zwischen Fakten und Meinungen zu schnallen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die vorher Monate, manchmal sogar jahrelang, das Gegenteil geglaubt haben, dann wird es wirklich ganz schwierig. Dann kriegst du einen gewissen Teil der Bevölkerung, kriegst du nie. Ja, die werden das immer bis an ihr Lebensende jetzt verteidigen, die Impfung war richtig, Corona ist gefährlich. Mhm. Das kriegst du aus einigen Köpfen nie daraus. Ich bin ganz sicher, heute Nacht rauchen in gewissen Büros die Köpfe, wie die Sprachregelung für morgen aussieht. Im genau. PI auf jeden Fall, ja. Und auch. Na, erstmal den Typen abchecken. Das ist bestimmt irgendein ESO-Schwurbler pro Vita, ja. Das Homöopathie. Du hast ja schon die Richtung angedeutet, in die das dann wahrscheinlich gehen wird. Ja, kill genau. Den Menschen. Aber auf und dann kommt es halt darauf an, wie die Tagesschau und die anderen Qualitätsmedien das framen am Ende. Ja, die werden es gar nicht erwähnen, denke ich mal. Das übernimmt der Spiegel. Ja, entweder das, wenn es nur schlecht angreifbar ist, entweder das oder die machen halt so Bullshit-Artikel wirklich wieder mit dem und kommen wirklich, wie du sagst, dann mit dem Schwurbler-Zeugs. Ja, die haben es doch im Moment wieder so einfach. Putin ist böse, Putin ist böse, Putin ist böse. Sie brauchen gar nicht drüber reden. Außerdem war Putin schon immer böse und wird böse sein. Das kommt noch dazu, die Story davor und danach. Ja. Aber da, ne, interessant, ja, ich habe halt auch jetzt einen relativ großen Telegram-Channel, der ist auch schon 40.000. Ich habe jetzt dann immer geguckt, wie viele mitgemacht haben, aber waren so 4.000, 5.000. Ich habe heute mal meine Abonnenten gefragt, was die denken, was ihnen mehr Sorge bereitet, Kanada oder Ukraine? Was denkt ihr, wie das ausgegangen ist? Also ich habe einen Schwurbler-Kanal, ne? Kanada, schon klar. Kanada. Eigentlich 90% Kanada und 10% nur Ukraine. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es so eindeutig war auf jeden Fall. Ja, aber es ist so und geht auch mir so. Also was da jetzt über dieses Martial Law, ich weiß, Emergency Act, der richtige Name, ja, aber was da jetzt passiert ist und auch was man da für Bilder gesehen hat von den Festnahmen und wie der Trudeau sich so selbstgefällig im Parlament geäußert hat, also das hat reingehauen nochmal bei mir, weil da, wenn man es dann so live sieht, so Länder wie Kanada, die man ja selber, ich meine, du warst schon dort, ich noch nicht, aber die man ja selber so für einen Hort der Demokratie und der Freiheit irgendwo gehalten hat und wie schnell das geht, ja, und wie trotzdem am wenig Widerstand am Ende, also ich meine, man hat jetzt in anderen Städten in Kanada was gesehen, ne, dass da sich was tut und dass da jetzt dann Proteste waren. Aber solange die Medien auch in Kanada das irgendwie den Deckel drüber halten und das nicht entsprechend auch mal deutlich sagen, was das gerade bedeutet, was hier in den Ländern durchgesetzt wird, ist schon irre. Ja. Ist schon wirklich, ich habe gerade geguckt nochmal bei dir auf dem Kanal, 88% sind quasi, haben mehr Sorgen wegen Kanada wie Ukraine. Ich habe gerade mitgemacht. Ja. Ah, übrigens, also das großartig sieht man, dass bei unseren... Da ist diese Also ich nenne es jetzt auch mal so, weil ich habe mich erstmal überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt,
weil ich gedacht habe, okay, die melden seit 7 Jahren jedes Jahr einmal, dass die Truppen sich von Russland an der Grenze zur Ukraine zusammenziehen. Und jetzt wieder, ja, aber die letzten 2-3 Tage, nachdem jetzt halt das ein bisschen eskaliert ist, wobei eigentlich so viel doch noch gar nicht passiert ist, oder? Also, dass jetzt Truppen in die Ukraine werden. Die Menschen im Donbass haben jetzt 7 Jahre keine Renten gekriegt, ja, waren völlig abgeschnitten von der Ukraine, die Schulen wurden nicht gefordert. Ich hab ja einen Film gemacht vor 7 Jahren, Ukraine in Agony, und da gibt es einen Ausschnitt, wo Poroschenko wirklich im Parlament steht und also wirklich wirklich sagt, ja, wo so rumkeift über die Ostukraine und wo er den Westukrainern erzählt, ja, wir werden Renten haben und die nicht. Wir werden im Warm sitzen und den friert der Arsch ab. Unsere Kinder werden in die Schule gehen und auf deren Kinder fallen Bomben, die müssen im Bunker sitzen. Ja. Das sagt er, ne, über die eigene Bevölkerung im Land, ja, den er sozusagen den Krieg erklärt hat. Und für die Menschen im Donbass ändert sich jetzt nach der, was ist denn das? Ist das eigentlich eine Annexion nach westlichem Sprachgebrauch, ja, oder eine Besetzung oder ein, was ist denn das? Kriegserklärung. Das ist ja der große Streit im Völkerrecht letzten Endes. Ja, jedenfalls für die Menschen im Donbass wird die Situation jetzt besser, ne? Gar keine Frage. Und letztlich ist das ein Aspekt von der Geschichte, der irgendwie immer nie eine Rolle spielt, ja. Da geht es immer um Geopolitik und Machtansprüche und Gebietsansprüche und Völkerrecht. Ja, was ist denn mit den Menschen, die dort leben? Ja, die es betrifft, frag doch mal die. Ja, das würde der Westen allerdings tunlichst vermeiden wollen. Ja, bloß nicht diese Menschen im Donbass fragen. Ja, die könnten ja genauso antworten wie dir auf der Krim, um Gottes Willen. Mhm. Der Punkt ist ja, du sprichst was ganz Wichtiges an, weil in der Präambel vom Volk, vom Selbstbestimmung. Völkerrecht, ja, genau. Da steht ja auch die Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und Putin, ich möchte mich da jetzt nicht positionieren, gut und böse. Und jeder hat da Interessen und natürlich. Ja, aber wenn ich jetzt mir diese ganze Situation mal anschaue und du sagst genau auch, was ist mit den Menschen? Was war denn 1999? Welches Land hat denn Belgrad ein zweites Mal in einem Jahrhundert bombardiert? Völkerrechtswidrig. Ja, und was ist damals gewesen? Es soll angeblich Genozid-ähnliche Szenen gegeben haben. Da gab es dann eine Doku 2 Jahre danach vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es begann mit einer Lüge, wo diese ganzen Behauptungen schwer in Frage gestellt worden sind. Ja. Deswegen auch Putin behauptet jetzt wieder, es gäbe einen Genozid. Das bezweifle ich ein bisschen, ob das vielleicht das richtige Wort ist. Gab mit Sicherheit irgendwas, aber kann ich eigentlich überhaupt nicht beurteilen. Ja, aber das, ich will nur sagen, mag gelogen sein, weil damals war es auch gelogen. Und der Kosovo hat sich ja dann 2008 unabhängig erklärt und soweit ich weiß, von Russland bis heute nicht anerkannt als Land. Ja. Und aber der Westen hat den Kosovo anerkannt nach einer Parlamentsentscheidung, dass man jetzt eben nicht mehr zu Serbien gehört. Und ja, wo ist jetzt der große Unterschied? Ja, also Putin pocht auf diese Kosovo-Geschichte. Der Unterschied ist, wir sind die Guten und Putin ist der Böse. Das ist der Unterschied. Da weiß man doch. Ja, ich weiß, aber das ist diese westliche, diese Opportunismus und Heuchelei, was ich schon immer... Die Guten dürfen alles. Henning, ich muss jetzt mal echt ein großes Dankeschön sagen für deinen Telegram-Kanal. Seit wir uns kennen, bin ich da eigentlich täglich drauf und ich muss sagen, ich lese fast alles oder ich überfliege alles, was du postest. Du bist ja da ultra fleißig und ich muss da echt Danke sagen, dass es Leute wie dich gibt, die da jeden Tag, du bist ja auch offensichtlich fulltime am Posten, was du da raushaust. Und es gibt auch den einen oder anderen Post, den ich dann hier schon weitergegeben habe. Also dickes Lob und Anerkennung. Kommt ein Bundesverdienstkeks demnächst mit Amazon Prime. Ach. Mit der Drohne angeflogen. Aber nee, Auftrag an Sweet Flowers, ja. Ja, genau. Ich habe gerade etwas mega Geniales entdeckt bei dir auf der Seite. Und zwar hast du das gepostet. Das war am
20. Und zwar ist es ein abgefilmtes Video von einem australischen Fernseher. Sky TV Australien enthüllt die Fakten der tatsächlichen Covid-Toten in Australien. Jetzt passt mal auf. In Australien sind 1% der Verstorbenen an Covid gestorben. Das sind 2639 Menschen. Allerdings waren 96,7% davon Covid nicht der ursächliche Grund des Todes, sondern ergo nur bei 3,3%, und das sind damit lediglich 83, in Worten nochmal, 83 Menschen der ursächliche Grund in ganz Australien. Okay? Wo ich mir denke, WTF, what the fuck? 83 Menschen und das gesamte Land wird in den Lockdown gepackt. Es ist doch unfassbar. Und das ist doch, ich nehme mal an, in allen anderen Ländern nicht viel anders. Und das geht in die Köpfe nicht hinein von diesen Menschen, die dieses ganze System so ich bin fassungslos, wirklich. Entschuldigung, das ist eine Floskel, die ich jetzt schon oft benutzt habe, aber sie drückt einfach meinen inneren Spiegel aus, meinen Hormonspiegel, meinen Zustand einfach. Es ist so offensichtlich, es springt uns mit dem nackten Arsch ins Gesicht, wirklich. Und trotzdem, ja mehr oder weniger nebenwirkungsfrei und es ist ja sicher und Ja, und was uns auch nackt ins Gesicht springt mittlerweile, ist das, wohin die Reise gehen soll. Heute hat, glaube ich, T-Systems, T-Online baut uns doch den weltweiten WHO-Gesundheitspass. Steht auf TKP, genau, habe ich gerade gelesen. Ja, und da will ich jetzt mal dran erinnern, am 20. März 2020 hat ID 2020 Partner Bill Gates gesagt, er bräuchte doch wirklich eine ID für jeden aus Sicherheitsgründen, damit man auch den Immunitätsstatus, also er hat praktisch 2G und 3G vorher angekündigt, ja, also damit man den Immunitätsstatus eines Einzelnen praktisch ganz sicher erfassen kann, digital und natürlich auch schon ausgemalt mit biometrischer Erkennung, und das wäre ja dann alles ganz toll, weil du kannst ja überall durchlaufen, musst ja keinen Pass vorzeigen, wirst einfach von der Kamera erkannt, ja, also das ist, also all seine Wünsche sind eigentlich heute erfüllt worden, die am 20. März 2020, also noch nicht wusste, was da überhaupt kommt an Pandemie, an Impfung, an was weiß ich, die sind, was die ID betrifft, jetzt auch noch erfüllt worden. Und da geht die Reise hin, auch in die Richtung wird auch in Kanada kommuniziert. Ja, ich glaube, Ontario hat jetzt so einen super Pass, Impfpass digital irgendwie eingeführt, wo auch wie in Deutschland dann das mit der Krankenakte verknüpft werden soll und noch mehr. Und auch von digitalen Zentralbankgeld wird immer mehr gesprochen. Da war jetzt ein sehr positiver Artikel heute irgendwo in einem Qualitätsmedium. Also da kommen immer mehr Punkte, die da so am Horizont von uns Schwurblern, diese Verschwörungstheorien, wie es heißt, Verschwörungsmystizismus, alles Mögliche, was man dazu sagt. Irgendwie werden die alle wahr, oder? Ich weiß nicht, ja, wie geht's euch so? Der Chip kommt, auf jeden Fall. Aber wie ist denn das in Schweden, was den Chip betrifft? Da ist Schweden ja doch recht weit, ja? Da seid ihr ja ein Vorreiter. Nein, eigentlich nicht. Nein. Also es ist so. Fake News, German Fake also, News. Ja, es wurde halt jetzt wieder Schweden als Beispiel genannt. Es mögen ein paar mehr Menschen in Schweden gechippt sein als in Deutschland. In Schweden sind es gewesen, vor Corona gab es Zahlen, also 2019 waren es 5.000 Schweden von 10,2 Millionen. In Deutschland sind es 30.000. Also es sind aber 8-mal so viele Einwohner. Müssen wir kurz dazu fragen, 30.000, 5.000, womit sind die gechippt? Irgendeinen AfD-Chip? Also so richtig mit einem Chip, ja genau. Wo aber für irgendein Gimmick dein Auto, du kannst halt dein Auto mit aufmachen, okay. Die Haustür. Und du kannst jetzt halt auch deinen Impfstatus drauf speichern lassen. Super. Und was es in Schweden halt gibt, und das gibt es auch in der Schweiz, also das sind die einzigen zwei Länder in Europa, wo es so ein System schon gibt. Und Hinweis, beide Länder waren jetzt nicht unbedingt die härtesten mit den Corona-Maßnahmen. Also gut, Schweiz noch deutlich schlimmer als Schweden, wo es ja fast gar nichts gab. Aber
unterm Strich waren es auf jeden Fall unter den lockersten Ländern in Europa und beide haben ein Zahlungssystem. Das funktioniert so, dass es läuft schon über die Banken in Schweden am Ende, aber es ist auch mit einer staatlichen Nummer verknüpft und es nennt sich Swish. Ja, also es ist ein, es ist mit der persönlichen ID des schwedischen Staates. Hier gibt es so eine Personennummer, die jeder hat, die man auch braucht, zum Beispiel, um auch praktisch einen Telefonanschluss zu bestellen oder Wasser fürs Haus oder irgendwie sowas. Ja, da braucht man diese Personennummer, die muss man angeben. Und sowas gibt es schon, also ein Zahlungssystem, was mit dieser Personennummer verknüpft ist. Und in dem Sinn ist Schweden, wenn du es so willst, weiter als andere. Aber es gibt daneben noch andere alternative Zahlungssysteme. Es ist jetzt nicht dein Kontostand oder dein Gesamtvermögen mit deiner ID verknüpft. Noch nicht. Nee, also es gibt noch natürlich Kreditkarte, Apple Pay. Also die zahlen auch sehr viel digital, die Schweden, muss man sagen. Aber es gibt auch noch Bargeld und es wird auch zu 99% noch genommen. Und wenn es mal nicht mehr genommen wird, hier gibt es dann Vereine. Also Bargeld ist wie in Deutschland ein gesetzliches Zahlungsmittel, müsste eigentlich jeder annehmen. Und da gibt es sogar Leute, die dann klagen deswegen. Ja, aber unterm Strich, ja, also ich gebe dir recht, Schweden ist mit Sicherheit nicht jetzt der Hort der Freiheit. Es ist in der EU. Es ist ganz vorne dabei, wenn es um die globalen Agenten geht. Also gerade es wird ja auch ein WHO-Vertrag vorbereitet, gerade nochmal für alle Mitgliedsländer, dass die WHO eben im Pandemiefall nochmal sehr stark ausgeweitet Kompetenzen zugesprochen kriegt, die auch, sagen manche Leute, dann praktisch über die Verfassungen der einzelnen Länder hinweg, dass die WHO dann Sachen im Pandemiefall entscheiden kann. Und auch hier ist Schweden ja einer der Unterstützer des Ganzen, so wie Deutschland und ein paar andere Kandidaten, die da, ja, Frankreich. Wir wissen es wer. Wisst ihr, was so krass ist? In so einer Stunde oder in einem Gespräch mit euch auch, auf der einen Seite himmelhoch jauchzend in meinem Kopf, so weil, oh, klasse, hier Betriebskrankenkasse, BKK, jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt, ja, hier, das ist der Hammer, morgen fällt das ganze Corona-Narrativ in 1000 Scherben auseinander und endlich kapieren es die Leute und gleichzeitig, das ist nur ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer, so ein kleines bisschen. Und auf der anderen Seite kommen die hier mit Bill Gates und ID 2020 und WHO hat supranationale Rechte. Und dann fühlst du dich schon wieder so erschlagen. Und dieses Auf und Ab der Gefühle, weißt du, Hoffnung und dann wieder BAM, das zermürbt mich ohne Ende. Also ich muss echt gestehen, Drogen ist auch keine Lösung, habe ich auch festgestellt. Das bringt auch nichts, wenn du zwei Radler trinkst oder halt was weiß ich, was sich jemand reinpfeift. Ja, das war halt ein Spaß, ja. Aber wie gehst du damit um? Weil du bist ja jeden Tag in diesen Themen drin. Du hast ja wirklich auch ein gutes Gespür für diese ganzen Dinge, wo du es herziehst. Was macht das mit dir? Puh, das ist ein Thema. Du musst jetzt nicht so weit ausholen. Ihr kennt das aber wahrscheinlich. Also ich sag mal so, wir sind besser dran als viele andere, wir drei, sage ich jetzt mal. Weil wir haben, glaube ich, vorgelitten. Also wir haben diesem System schon vorher viel zugetraut. Ja, also vielleicht jetzt, wenn auch nicht das und das in dem Ausmaß, was sich da gerade vor unseren Augen realisiert. Aber damit haben wir, glaube ich, so ein Stück weit vorgelitten. Ja, also schon ein bisschen was verarbeitet. Die Welt ist nicht so toll, wie man es uns in der Schule erzählt hat. Und die Presse funktioniert nicht so gut, wie es sich einbilden und so weiter. Ja, also das war uns bewusst. Den Schock haben wir schon vorher verdaut. Genau, ja. Genau. Also das kennt jeder von uns, diese Phase, wo man dann irgendwie gelernt hat, okay, scheiße, die Welt ist irgendwie nicht so, wie wir uns das, wie wir das gerne hätten, um ein sicheres Leben zu führen. Wie es uns erzählt wurde. Mhm. Ja, das ist der Schmerz beim Schlucken von der roten Pille. Heute hat einer geschrieben, das Buch von Thomas Röper ist die rote Pille in Papierform. Weißt du, wenn du das dann einmal runtergeschluckt hast, dann weißt du, was das heißt. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Wir haben vorgelitten. Ja, so.
Aber es macht es trotzdem nicht viel einfacher, wenn man dann ständig auch, ja, wir haben mit der Julia gerade gesprochen, wie die sich hier einen sicheren Hafen gebaut hat in Montenegro. Jetzt ist es nur ein Ferienhaus, aber wenn es soweit ist, wenn es heißt, Jugendamt holt deine Kinder ab, Auto volltanken, weg. Weißt du, das ist ja jetzt nicht etwas, was wir so nebulös im Kopf haben vielleicht, sondern es gibt mittlerweile, ich glaube, ich bin mir sicher, dass zehntausende Menschen Deutschland schon verlassen haben. Du bist einer davon, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ja. Ja, ja. Ja, wundert mich auch nicht. Also jetzt für mich, gut, ich habe das auch gemacht. Ich hätte nicht in Deutschland weiter existieren können, wenn ich kritisch gegen Corona gesprochen hätte. Also ich hätte meinen Job nicht mehr so machen können. Oder ich habe gewusst, das wird nicht gut enden, wenn ich das mache. Und ich habe da diese Lücke gesehen, dass in Schweden jemand gebraucht wird. Ja, und wollte mir das anschauen und habe mir auch fest vorgenommen, wenn da keinen Lockdown mehr gibt, dann bleibe ich hier und schaue mir das an. Ich kann halt auch live mit Leuten sprechen und mir da Informationen aus erster Hand holen, was ja immer besser ist, wenn man von irgendeinem Land berichtet. Und ja, und ich habe das dann aber auch jetzt ausgeweitet, weil ich war bis zum gewissen Punkt, war ich dann im Thema drin in Schweden. Aber jetzt, wie gesagt, durch die zwei Überraschungen, die zwei positiven Überraschungen, dass der Impfpass wieder weg ist und dass ja diese Demonstration so friedlich stattfinden haben lassen. Ich vertraue dem Braten hier wirklich nicht so ganz. Die Leute, die da wirklich auch in erster Reihe stehen, auch die Hallengren und ihre Vorgängerin im Finanzministerium, Verbindungen zum WEF, die Nadel, die Agenda 2030-Nadel wird vom Königshaus gern getragen, also dieses bunte Emblem mit diesen Regenbogenfarben. Auch der Chef der Gesundheitsbehörden hat es teilweise bei Fernsehauftritten getragen. Da haben sich dann übrigens die Schweden gefragt, was das überhaupt ist, weil es hier keiner weiß. Ja, ich meine, klar, auf den Regierungsseiten, da findet man was dazu und da wird es dann eben in diesen blumigen Worten, ihr kennt es, eben ausgemalt, was das alles Schönes für uns heißen soll, Agenda 2030. Aber ja, es wird eben nicht ausgehandelt und da sind wir wieder dabei, ja, wo ich mich auch frage, wogegen muss ich mich jetzt eigentlich verteidigen, der böse Russe kommt, wie weit sind wir schon eigentlich in Sachen Weg in eine Autokratie, weil Autokratie habe ich ja heute ganz oft gehört in Bezug auf Russland, wo ist denn die demokratische Debatte über, brauchen wir eine weltweite ID für jeden Menschen? Wo ist die Debatte über die Transformation, die jetzt Herr Scholz anspricht in seinen Reden? Und wohin geht die Reise und warum dürfen wir da nicht mitreden? Ja, also in der Demokratie würde bei so einschneidenden Entscheidungen, die da jetzt anstehen und von denen sie sprechen, aber ihre, ja, wo die Reise hingehen soll, das erzählen sie uns noch nicht, weil scheinbar denken sie, das würde uns wahrscheinlich vielleicht doch nicht so gut gefallen. Nö, das hat uns nichts anzugehen. Ja. Schließlich haben wir die gewählt, über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden, also tun die das auch. Und das ist halt in dem Selbstverständnis so. Wenn die eine Entscheidung getroffen haben, warum sollen die da jetzt bitte noch andere fragen, was die darüber denken, wenn das gar keine Rolle spielt? Ja, wenn das systematisch im Prinzip so überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt keine Volksbefragung, keinen Volksentscheid. Wir wählen halt irgendjemand, von dem wir gar nicht wissen, was der überhaupt vorhat. Dann gibt es so einen Wahlkampf, ja, da erzählen die ganz tolle Sachen. Am nächsten Tag, einen Tag nach der Wahl, ist das alles passé. Ja, es wird keine Impfpflicht geben, sage ich dann nur. Ja, die Renten sind sicher, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und die Leute fallen halt immer wieder drauf rein. Das sind aber auch diese einfachen Mechanismen, die werden sich wahrscheinlich nie ändern, weil sie funktionieren. Sie funktionieren bei der Spezies Mensch. Spezies Mensch ist ein Herdentier und die kannst du wunderbar in Herden aufteilen, was ja passiert ist schon vor vielen, vielen Jahren. Ja. Stichwort babylonische Sprachengeprobe. Ja. Da hast du erstmal die Völker geschaffen, die Sprachgemeinschaften geschaffen. Dann hast du ganz viele Herden, die du entweder gegeneinander aufhetzen kannst. Ja, oder, und die Kunst dabei ist ja,
den Individuen, den Menschen vorzugaukeln, die hätten sowas wie einen freien Willen. Ja, das glauben wirklich viele. Und de facto haben wir den ja auch, ja, nach den universellen Gesetzen, aber eben nicht nach diesen weltlichen Gesetzen, die uns hier aufoktroyiert werden. Ja. Da halten wir es für absolut normal, ja, dass wir in einem System uns aufopfern, was uns einen Wecker an die Hand gibt, ein Zeitsystem, ja, Wochentage, Jahre, Monate, Jahre und dann vorschreibt, wann du was wie zu tun hast und warum. Ja, und die allermeisten Menschen hinterfragen das nicht und machen das ihr ganzes Leben lang. Und das ist eben erstaunlich. Und jetzt gibt es eben ganz viele Menschen, die sich immer mehr und zunehmend fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und wenn du an dem Punkt bist und anfängst, Fragen zu stellen, ja, und hartnäckig dran bleibst, dann dauert es nicht lange und dann bist du ein Querdenker. Du kannst ja gar nichts mehr machen dagegen. Ne? Sobald du den Kopf anschaltest und nicht wieder ausschaltest, dann kommst du zwangsläufig an den Punkt, wo du die Entscheidung triffst. Entweder bist du eben wahrhaftig, ja, und lässt dir nichts mehr erzählen, oder du lässt dich schmieren, ja, und arbeitest halt fürs System. Ja? Willst endlich wieder das Schnitzel schmecken und dafür die blaue Pille schlucken. Ja? Davon gibt es ja auch viele. Ne? Jeder hat seinen Preis. Aber zurück gibt es keinen Weg. Und das sind wir auch wieder bei den Schmerzen, die so jeder hat. Ihr müsst sehen, also die Leute, die sind wirklich noch ärmer dran als wir. Die jetzt erst so mitkriegen, Moment mal, ich muss jetzt ARD und ZDF hinterfragen, weil die haben mich, glaube ich, verarscht jetzt 2 Jahre lang. Oder ja, also die gibt's, es gibt genug, die jetzt erst, ich höre das immer wieder auch, dass auf den Spaziergängen viele Leute sind, die mit den ersten Demos und so weiter gar nichts zu tun hatten und die da jetzt ganz neu aufgekreuzt sind und das Dach. Viele doppelt Geimpfte auch momentan anfangen zu hinterfragen, ja. Und da ist es schon schmerzhaft für diese Menschen, glaube ich. Und es ist auch ein Prozess, ja. Und nicht jeder steckt das so gut weg. Und dann gibt es ja auch den Ärger, weil man will ja dann drüber reden. Und dann redet man mit den gleichen drüber, mit denen man bisher auf die Querdenker geschimpft hat. Und dann geht es natürlich nicht gut aus. Also es gibt einen Terminus für diese Leute. Das ist nicht so einfach, ja. Und was es mich betrifft, es ist ein Auf und Ab. Das ist wahrscheinlich wie bei euch und wie jetzt auch kurz in dieser Sendung auch, ja. Man hat Zeiten, wo man sagt, okay, man hat vielleicht jetzt dazu beigetragen, dass jetzt so ein bisschen was in Bewegung kommt oder also ich will das ja alles nicht. Ich bin eigentlich Journalist. Ich sollte das ja eigentlich distanziert sehen, aber da kann ich mich nicht rausnehmen, weil es mich halt direkt betrifft und es betrifft ja jeden. Also es gibt keinen, der das irgendwie völlig distanziert sehen kann. Entschuldigung, ich will das nicht. Es ist natürlich ein innerer Antrieb da und ich, wenn das alles Arbeit ist, was ich mache, dann arbeite ich so viel wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und natürlich, ich muss aufpassen. Also ich habe auch nur einen Körper und habe auch zugelegt. Und ich muss jetzt auch ein bisschen mehr wieder auf mich gucken und schauen, dass ich irgendwie auch fit bleibe. Weil, mehr spazieren gehen. Mehr spazieren gehen. In Schweden. Weißt du, Henning, wo? Ja, aber ja, es stimmt. In der Krise ist es nicht schlecht. Man denkt jetzt immer spazieren gehen gleich an, spazieren gehen. Aber in der Krise ist es nicht schlecht, wenn man ein paar Pfund mehr drauf hat. Es gibt übrigens eine Bezeichnung für die Leute, die jetzt da so mit dabei sind. Die im Rahmen der Ukraine-Krise aufgewacht sind, das sind die Späterwachten. Aber die jetzt kommen, das sind die Zwangserweckten. Das ist nochmal eine Steigerung dazu. Ja? Das ist auch ironisch gemeint. Ich denke mal, da wird es in naher Zukunft immer mehr geben. Liebe Leute, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon weit fortgeschritten, wir könnten jetzt auch noch stundenlang weiterquatschen, aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder bei uns dabei warst und auch danke nochmal für den Tipp von dieser Seite, die du uns da genannt hast. Ich blende es nochmal kurz ein, sie heißt also tkp.at, der Blog für Science und Politik. Ich bin da gerade mal ein bisschen drüber gesurft. Von Peter Mayer. Ja, super toll, also da gibt es auch wieder viel Stoff, über das wir dann sprechen können. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Frank, noch berühmte letzte Worte. Samstag, 20 Uhr, Ruderboot, ganz wichtig, einschalten. Tolle Sendung. Ja, tolle Sendung. Danke, dass ich da sein durfte und hat mir wieder wie immer sehr, oder wie letztes Mal schon, sehr, sehr Freude bereitet. Und ganz wichtig, beitreten beim Kanal vom Henning, da können noch ein paar Leute mehr drauf gucken. Gibt es jeden Tag interessante Dinge zu finden. Tausend Dank. Wie sagt man Dankeschön auf Schwedisch? Tack, tack.
Ohne Witz, echt. Tack, tack, ey da. Ne? Also, tack, tack, tack. Alles klar. Dann, also Henning, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, denke ich mal. Wir hören uns wieder. Genau. Und sehr gerne, sehr gerne. Und Leute, alles Gute euch. Und ich hoffe, dass ihr irgendwie einen entspannten Sommer habt. In Schweden habe ich ihn. Zur Not kommt er mich besuchen. Also kommt gerne mal hoch. Hier oben. Ja, ihr würdet es merken, weil die Menschen hier haben nicht so viel abbekommen. Ist in Ordnung. Montenegro steht jetzt auf der Reiseliste und Schweden kommt auch noch dazu. St. Petersburg ist auch schon lange da. Also es wird ein bewegter Sommer. Also wünsche euch beiden was und einen Gruß nach draußen. Wir sehen uns spätestens am Sonntagabend. Da sind wir wieder live. Bis dahin alles Gute und entspannt euch. Bleibt ruhig. Wir gehen gemeinsam durch die Zeit durch. Also bis dann. Servus. Ich gehe jetzt ran. Am Sonnabend haben wir schön zusammen unsere Dynamos spielen sehen. Da würden wir Lärm vor der Tür. Was ist denn da wohl bloß geschehen? Buben haben vor die Reißzwecken gestreut. Die wollen mobben, den Kurso stoppen, der heute für die Freiheit rollt. Jeder hier hat Corona satt. Wir tun uns solidarisieren. Doch Frank, der tritt mit festem Schritt vor alle, die hier provozieren. Zum Lachen, die dürfen sich jetzt nicht beschweren. Den zieht der Frank de Ohren lang, die sollen sich nach Hause scheren. Und als die weg waren von der Fahrbahn, waren wir sehr erleichtert dann, dass Frank ja wohl trotz Alkohol diesen riskanten Kampf gewann. Gemütlich, einfache Leute aus dem Volk. Uns allen stinkt, wenn man uns zwingt, dass wir die Schnauze halten sollen. Doch Gott sei Dank haben wir den Frank. Wir feiern ihn als unseren Held. Er ist so kühn, wir lieben ihn.